Ja, tut mir leid. Das war eine furchtbare Idee. Was passiert mit uns? Keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich an mir. Was ist denn los, Max? Rauf mit der Kiste! Rauf, rauf! Immer mit der Ruhe! Hinter Panzerglas ist Dr. Lecter untergebracht. Er steht einfach nur da und erwartet sie. Guten Morgen! Sind die von... all die Zeichnungen, Doktor. Ja, dann ist der Dom von Köln. Von hier aus gesehen. Kennen Sie Florenz? Wo können wir bis jetzt aufhören? Ich genoss seine Leber mit lecker Böhnchen und dazu ein ausgezeichnetes Vollkölsch. Herzlich willkommen zum Vielleicht sollten wir das überhaupt alles besser lassen. Ja, ja, ich habe jetzt hier auf Aufnahme gedrückt. Ich muss nur noch schauen, dass ich meinen Mund schön ans Mikrofon bringe. Ist das eigentlich klar? Ich glaube, wir haben noch niemals so früh einen Horst aufgenommen. Das könnte sowas wie unsere erste Matinee sein. What? Ah, Pegel, Pegel. Was? Was könnte es sein? Wir nehmen unseren Horst ja doch meistens eher abends auf. Und nicht um 16 Uhr nachmittags. Ja. Deswegen ist das sowas wie die Horst-Martini. Ach so, nee. Ja, vor allem, es ist ein Werktag. Ich glaube, wir haben schon mal an einem. Ja. Es fühlt sich auf jeden Fall doof an, sich um 16 Uhr ein Chianti einzuschenken. Ja, niemand hat dich dazu gezwungen, um 16 Uhr Wein zu trinken. Wir haben nicht geschrieben, Anni, also wenn du jetzt gleich keinen Wein trinkst bei der Aufnahme, gibt es aber eine Geschaller. Das haben wir so nie gesagt. Nee, das hat aber was mit Max Themenwahl zu tun, Filmwahl. Geht schon los. Ich glaube, es geht schon los. Das war jetzt schon sehr... Ich glaube, das war jetzt das Intro. Dann müssen wir noch ganz brav Hallo, Hallo sagen. Hallo. Ich habe übrigens eine Wespe gerade, die vor mir herfliegt. Das ist schön. Ich muss jetzt noch eine Nachricht schreiben, dass ich jetzt einen Podcast mache. Und ihr seid live dabei. Hallo, Steven. Ich bin's, Max. Ja. Ich kann leider deinen Westside-Story nicht bearbeiten. Ich bin gerade im Podcast. Wir haben ein tolles Thema. Und eingebrockt hat uns das der Stu. Ja, das bin ich. Hallo. Weil der Stu sich gedacht hat, nehme ich mal ein Thema, das uns alle ein bisschen herausfordert. Ja, es könnte auch sein, dass vielleicht nach dieser Ausgabe des Telehorstes der Horst nie wieder so sein wird wie zuvor, weil wir uns zerstreiten. Ja. Und zwar habe ich genommen ein Thema, was du in unsere Themenliste reingepackt hast, Max. Mhm. Und zwar From Horst with Love, Filme, in denen ich gerne die Hauptdarsteller durch meine Horst-Kollegen ersetzt sehe. Eieiei. Mhm. Ja, und wir haben uns echt gute Sachen ausgesucht, wie ich finde. Ja, genau. Abgesehen davon, dass dieses Thema sehr komplex und irgendwie auch einen langen Titel hat und so, haben wir trotzdem mal wieder drei großartige Filme ausgesucht. Und darum geht's hier ja. Weil es gibt ja so wenig großartige Filme auf diesem Planeten und deswegen wird's jetzt langsam schwer. Wir müssen mal wieder so ein Flop-Film-Konsens-Ding machen, wie bei Goblins und Birdemic, weil wir hatten jetzt echt nur gute Filme, ne, in letzter Zeit. Ich hab aber ein bisschen Angst, dass das dann wieder in einem Audiokommentar endet. Ganz ehrlich, seit dem Inception-Audiokommentar habe ich ein bisschen die Nase voll davon. Ja, aber es ist trotzdem auch eine interessante Themenwahl, weil wir haben ja einen neuen Klassiker, einen alten, ja, Klassiker weiß ich jetzt nicht so, ich kannte ihn noch nicht, aber ja, es sind 60ern so ein, kann man schon Klassiker nennen. Ist ein Herzensfilm, glaube ich, oder? Also für mich ja, das ist so ein Film meiner Kindheit. Ich habe immer das Gefühl, dass er bei den Leuten, die den Film kennen, als Klassiker gilt, aber er ist halt nicht ganz so bekannt wie die anderen großen Filme des Regisseurs. Mhm. Also aber da wirst du uns dann sicherlich noch drauf. Ja, da werde ich aber sowas drauf eingehen. Ja. Also hallo, also macht euch schon mal 10 Minuten Startklar. Und hast einen Ausgesucht, wollen wir das gleich, wie machen wir es? Ach, du bist der Moderator, Max. Das, ja, wenn ich mal kurz sagen, ich finde dieses Rumgedruckse manchmal so ein bisschen peinlich, weil es steht doch in der Headline, welche Filme drin sind, oder? Ach so, stimmt, okay, dann hat sich das jetzt hiermit erledigt. Mensch, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ja. Okay, Stu, dann darfst du natürlich sagen, wie dein Film heißt. Ich habe mir ausgesucht Das große Rennen rund um die Welt von Blake Edwards.
Das ist schön. Danke. Applaus. Danke. Ich habe den zuerst verwechselt. Es gibt doch so einen ähnlichen, aus demselben Jahr sogar, einen ähnlichen Titel mit Gerd Fröbe. Irgendwas mit, auch irgendwelche Leute in ihren Goldringe. Kisten die, oder so. Nee. Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Ah, genau. Und dann bringe ich es immer noch durcheinander mit diesem Cartoon von damals, mit diesem komischen, fies lachenden Hund hinten, die Taube fangen. Siehst du doch auch irgendwie, die tollkühnen Helden in ihren unglaublichen Kisten oder so. Also ich kann dir wirklich sagen, dass der Film damals in Deutschland auch lief unter dem Titel Die tollen Renner in ihren knatternden Kisten. Oh, also anscheinend war das Wort toll damals ziemlich toll. Das war so. Ja. Und knatternd. Ich weiß noch, in der fünften Klasse hat unsere Rektorin einen Vortrag gehalten, weil damals war es total verpönt, das Wörtchen geil zu sagen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wisst ihr, ich kenne das ja auch. Als ich jung war, war toll das Superwort. Heieiei. Ja. Ja, aber gut, der Film ist jetzt 55 Jahre alt, Mensch, oh Gott. Darf ich gleich fragen, warum du den für dieses Thema ausgewählt hast? Mich? Genau, Max, warum hast du den Film, den ich ausgewählt habe, ausgewählt? Okay, ja. Achso, ich... Ja, bitte, weil ich dein Gehirn übernommen habe. Oh, Po-Sensor, ich verstehe. nein. Bist du durch eine Pforte in Stus Gehirn rein? Oh, das wollt ihr nicht machen, wirklich. nein, das ist ein Film meiner Kindheit, den habe ich als Kind auf VHS gesehen, mehrere Male, habe den dann lange Zeit nicht mehr gesehen, hatte aber immer noch so Sachen in Erinnerung, und was ich halt eben bis zum heutigen Tage mitgenommen habe, ist dieser eine Satz, der im Deutschen um einiges besser kommt als im Englischen, deswegen auch meine Empfehlung, guckt euch den Film im Deutschen an, der ist wunderbar synchronisiert, und dieser eine Satz lautet, und das passt wunderbar zum Fledehorst: Drück aufs Knöpfchen, Max. Das ist ein wunderschöner Satz, den Jack Lemmon, der den Bösewicht spielt, den sinisteren Professor Feld, immer zu seinem Assistenten sagt, der Max heißt. Und wenn ihr halt unterwegs, gut, weil das sage ich ja auch immer vor jeder Folge zum Max. Genau, gell? Genau. Ja. Mhm. Ja. Und dieser Film ist sehr klassisch, also er ist Mitte der 60er rausgekommen und er huldigt halt dem Stummfilmkino und vor allem so diesen alten Cartoons. Das heißt, als der damals rausgekommen ist, war das schon eine Hommage. Also wenn man ihn heutzutage guckt, könnte man meinen, okay, das war damals einfach so diese gängige Art, wie man Komödien inszeniert. Aber es war es eben nicht. Es ist wirklich so eine Liebeserklärung an diese Stummfilmzeit und vor allem an Stan Laurel und Oliver Hardy. Ich glaube, die werden ja im Vorspann wird so ja genau, erwähnt. Genau, genau. Also der Film ist wirklich komplett auf Hommage aus. Allein der Anfang beginnt mit einem Vorspann und Intermission und allem Pipapo. Der Soundtrack, ich bin ja nur also nicht so der Soundtrack-Guy, aber was dieser Soundtrack wunderbar macht, der unterstreicht halt jede Figur ganz wunderbar, besonders Professor Fate, der halt immer so eine Musik hat, die einfach herrlich ist. Also so eine trottende mit, ich glaube, es sind Posaunen oder Tubas, keine Ahnung, die ja halt dann immer zu hören sind, während er dann unterwegs ist, immer so missmutig vor sich hinstapft, und das macht mir immer großen Spaß. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich dieses Jahr jetzt zweimal schon gesehen, einmal vor ein paar Monaten und jetzt gestern Abend nochmal zur Vorbereitung. Ich wollte es nicht, aber ich habe es dann trotzdem getan. Und der Film ist nicht ohne Schwächen, der geht 2,5 Stunden, der ist wirklich zu lang, aber ich finde den unglaublich amüsant, unglaublich liebenswert. Und der verkörpert halt so eine Art von Komik, wie man sie heutzutage echt nur noch sehr selten sieht. Also war das jetzt dein Fazit, dann kommen wir zum nächsten Film. Ach so, ja. Und ich habe ihn genommen, weil wegen Drück aufs Knöpfchen, Max. Und vor allem, Professor Fate ist ja so schon so ein Grandler. Und wir wissen ja, Horst intern, dass unser lieber Andi ja auch ein bisschen granteln kann, wenn er irgendwie nicht genug Chianti-Intus hat. Und ich konnte mir einfach wunderbar vorstellen, wie Andi granteln in seinem schwarzen Gewand durch München stapft und hinter ihm her rennt Max. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment für mich ist oder nicht. Ja. Der rennt dann schon granteln neben mir her, glaube ich. Ja, ja, ich habe halt einfach so Kopfkino, und ich habe mir halt wirklich vorgestellt, wie ihr beiden dann in München in der S-Bahn steht, vom Fahrkartenautomaten, und dann Max sagt so, wir könnten hier ein Gruppenticket kaufen, und dann sagt einer, drück aufs Knöpfchen, Max. Genau so läuft das aber ab, wenn wir uns treffen. Weißt, ich meine, das
Witzige an dieser Sache ist, Andi hat ja seinen Film ausgewählt, um mich als Grantler zu sehen. Ja. Ja, wie machen wir das jetzt? Also wir sind jetzt schon so tief eingestiegen. Wollen wir mit dem Rennen einfach gleich weiterquatschen? Ja, ja. Weil wo du gerade die Musik angesprochen hast, ich habe mich sehr gefreut. Das ist nämlich einer, ich bin ja nicht so der große Soundtrack-Guy, aber ich habe auf Spotify so eine Soundtrack-Playlist, wo ich mir immer irgendwelche Favorites reinpacke, und da ist dieser Henry Mancini schon des Öfteren vertreten, und die liebe ich ja auch bei Filmen, also Hatari zum Beispiel, kenne ich nicht, aber das ist ein großartiger Soundtrack, und auch North by Northwest ist ja auch von dem, und das sind mit die geilsten Soundtracks überhaupt, deswegen habe ich mich sehr gefreut, als der im Vorspann aufgetaucht ist, in diesem Vorspann, der mich übrigens auch sofort abgeholt hat, weil der so schön Acrylgemälde, so cartoonig irgendwie, ich fand das einen sehr schönen Sonntagabendfilm, das hat mich richtig abgeholt, diese Stimmung, und das Ganze war sehr schön. Es sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass Blake Edwards, der den Film gedreht hat, mit dem Mancini öfters zusammengearbeitet hat. Der Mancini hat nämlich auch Der rosarote Panther gemacht. Das ist ja mit der bekannteste Film von Blake Edwards. Mhm. Hm. Oh, und? Aber den alten, oder? Ja, klar, natürlich den alten. Ja, ja. Wo wir gerade bei den Beteiligten sind, es spielen ja noch mit, hast du nicht erwähnt, aber Tony Curtis spielt mit, dann Peter Falk, oder wie spricht man hier aus? Falk, ja, nenn ich mal Falk, ja, hier. Nenn ihn doch Falk. Der Falk Peter. Columbo, ganz großartig fand ich den hier auch. Und der Goldene Horst geht diese Folge an Natalie Wood, die wir schon in Denn sie wissen nicht, was sie tun, dabei hatten. Auch sehr schön, die wieder zu sehen. Ich habe gerade ein bisschen ein Problem mit dem Goldenen Horst, weil stell dir mal vor, was gibt es denn dann noch für Edelsteine, wenn man mal Namen der fünfmal vorkommt? Also ich wäre auch dafür, dass wir den Goldenen Horst also beibehalten, ihn aber umbenennen in Blätterteighorst für zweimal dabei. Und uns dann nach und nach immer weiter steigern, weil wir werden halt noch viele Horst produzieren, und ich bin mir sicher, dass einige Darsteller recht schnell vielleicht 3, 4, 5, 6 oder sogar 10-mal auftauchen werden. Ja, Natalie Wood bekommt also heute posthum den Blätterteig-Horst überreicht. Die ist ja, hatten wir auch schon in Denn sie wissen nicht, was sie tun, auch dem Fluch des Denn sie wissen nicht, was sie tun, verfallen. Die ist ja auch unter mysteriösen Umständen zu früh gestorben. Die war mit Christopher Walken auf dem Boot unterwegs, gell? Ja. Echt? Ihr fehlte einfach Cowbell. Das Wehwaffe. Jetzt Trivia interessiert mich. Naja, ich habe es jetzt auch nicht ganz so auf dem Schirm. Sie war auf jeden Fall auf einer Bootstour mit ihrem mit drei Leuten. Christopher Walken war dabei, und sie ist wohl ertrunken. Ja, Robert Wagner war auch dabei, und sie ist halt ertrunken, und das ist nie so ganz aufgeklärt worden. Deswegen. Genau, weil die mit Robert Wagner, war das die Ehefrau von Robert Wagner? Ich glaube, dass sie entweder liiert waren, verheiratet oder gerade geschieden, ich weiß es nicht so genau. Ja, damals war sie doch mit dem Regisseur von Denn sie wissen nicht, was sie tun, liiert. Nee, andersrum, egal, Dennis also, Hopper war auch noch involviert. Also die ist halt in den 80ern gestorben, ne? Also da waren schon noch ein paar Jährchen zwischen Denn sie wissen nicht, was sie tun, und dem Tod. <mit dem Mund. lacht> Auf jeden Fall ist sie wohl ertrunken, dann hat irgendjemand behauptet, naja, die wollte zu irgendeiner Insel schwimmen, aber irgendjemand Verwandtes oder so hat gemeint, nee, das kann gar nicht sein, die hatte nämlich ihr Leben lang Angst vor Wasser, deswegen ist sie bestimmt nicht dahin geschwommen. Sehr mysteriös. Mysteriös. Okay, gibt es da irgendwie vielleicht einen Dokumentarfilm drüber? Ich muss jetzt mal schauen, vielleicht nehme ich doch lieber ein True-Crime-Thema. Ja, egal. Okay, Natalie Wood ist tot. Das freut uns. Es sind wirklich alle Beteiligten mittlerweile tot. Jack Lemmon lebt doch noch, oder? Nee, Jack Lemmon ist auch tot. Echt? Ach ja. Gott. Ja. Ich weiß, dass Columbo tot ist. Ja, also Ich fand Natalie Wood großartig. Peter Falk fand ich auch großartig. Aber Jack Lemmon stiehlt die Show, muss ich sagen. In einer großartigen Doppelrolle. Ja. Bloß weil du Jack Lemmon bist. Ja, siehst du, jetzt müssen wir ja aufs eigentliche Thema mal zurückkommen. Denn Stu hat ja den Film ausgesucht, weil er sich vorstellen kann, dass ich und Andi die Rollen übernehmen können, die Hauptrollen. Und ich habe sogar, oh Graus, ich bin nicht der hübsche Tony Curtis. ich muss dazu noch weiter ausholen. Ich habe nämlich sogar auch eure Counterparts besetzt. Keine Angst, ich nicht mit mir, aber bevor ich jetzt erzähle, wer die Counterparts sind, die ich besetzt habe, erkläre ich erstmal, worum geht's in dem Film überhaupt. Außer um ein großes Rennen, das sagt ja schon der Titel. Es geht darum, der Film spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Und es gibt da diesen großen The Great Leslie, gespielt von Tony Curtis, der halt mit irgendwelchen Gefährten immer wieder neue Rekorde aufstellt und der strahlende Held ist, den jeder liebt und vergöttert und der so ein Perlweißlächeln hat.
Und dann gibt es halt Professor Fate, das ist ein Gegenspieler, der auch immer versucht, die Rekorde von Leslie zu brechen, aber da meistens immer kläglich scheitert. Und es kommt dann dazu, dass der große Leslie eine tolle Idee hat, nämlich ein Rennen zu veranstalten, das von New York nach Paris führt. Und da, darum geht es in diesem Film, um dieses große Rennen, was dann ausgetragen wird. Und ich habe mir vorgestellt, wenn du und Max, lieber Andi, wenn ihr halt Professor Fate und Max seid, dann würde ich als großer Leslie und seinen Adjutanten Hezekiah heißt der, würde ich unsere Westworld-Kollegen Dominik und Christopher nehmen. Passt. Also Dominik ja. ist der große Leslie. Genau. Nee, ich würde echt, obwohl stimmt, Christopher, den könnt ihr mir vorstellen mit so einem Zwirbelschnurrbart. Stimmt, voll. Geil. Ja, und dann die emanzipierte Reporterin spielt natürlich Eva, oder? Natürlich. Da würde ich, ja, ja. Die die Männerwelt aufmischt. Das fand ich ja schön. Oder Chef Andi. Oder Chef Andi, stimmt. Das fand ich schön bei dem Film, weil irgendwie, obwohl ja der große Leslie diese Sympathiefigur ist, ist er trotzdem ein Hardcore-Sexist die ganze Zeit. Ja, nennen wir es doch mal schwere Nöte. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt mal wieder meinen Zeitgeist auspacken. Wir wissen ja, wo wir uns da befinden. Und der Film, der spielt ja dann auch noch, ich würde sagen, so in den 20er Jahren. Dafür ist es schon sehr fortschrittlich. Ich denke mir aber, vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, Natalie Wood nicht ganz so deppert darzustellen. Aber egal. Das habe ich mich auch gefragt, weil eigentlich ist sie ja heutzutage auch eine, nennen wir sie mal, eine starke Frau, die auch ihre Forderungen hat und klar äußert und so. Das fand ich ja eine ganz schöne Side-Story. Ich fand ja auch diesen Zeitungschef scheißgeil. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ist ja egal. Aber diese, J.K. Simmons. Dieser Clinch zwischen denen und wie sie dann diese Frauenbewegung lostritt, in der ja unter anderem auch die Frau vom Zeitungschef mit dabei ist und so. Das hat schon zu großartigen komödiantischen Momenten gesorgt. Ich finde es schon super. War schon richtig cool. Also ich fand es auch toll. Bloß ich glaube, so für die heutige Zeit, also für die damalige Zeit wahrscheinlich echt super gut. Und für die heutige Zeit würde man sie wahrscheinlich so in so eine Art, ja, so eine nervige Alice Schwarzer irgendwie reinschieben, weil es halt immer so mega überbetont wird. Weißt du, wie ich meine? Wobei man da ganz klar sagen muss, diese vier Hauptfiguren sind halt alle überbetont. Und zwar, das ist purer Überbetonungsexzess. Ich musste auch, hast du ja schon angedeutet, also das fand ich auch großartig an dem Film, weil das ja, also abgesehen jetzt von Laurel und Hardy Hommage, ich hatte, das war halt wirklich, was ja auch die Intention war, wie so ein Roadrunner-Cartoon und das hat so geil, hat dieses Design von diesen Fahrzeugen und so unterstützt und diese Raketen und Bomben und so, die sahen halt aus wie aus so einem Acme-Cartoon, keine Ahnung. Weißt du, an was das mich das erinnert cool. hat? An Waluigi und Wario bei Super Mario. Stimmt, ja, genau. Und es gibt natürlich so ein, keine Ahnung, ein bisschen, was, Catweasel? Ne, Catweasel ist eher so ein Penner-Style, also ungewaschen, oder? Und dieser Professor Fett, das gibt's schon, es gibt einen Cartoon, der da irgendwie in diese Richtung geht, glaube ich. Ja, also die sind auch, also wie gesagt, auch so Cartoon, die sehen aus wie Cartoons, die benehmen sich wie Cartoons, und das machen die einfach wunderbar. Es gibt diese eine Szene, in der Professor Fate mit einem falschen Bart sich einschleicht in so eine Versammlung, wo der große Leslie seinen Plan enthüllt mit dem Rennen. Und wenn er dann selber seinen Bart so abzieht und sich dann irgendwie aus dem Fenster auf diese Fahnenstange wirft, es ist einfach herrlich. Und vor allem, ich liebe halt wirklich Max. Also jetzt nicht nur unseren Telehorst Max, den mag ich natürlich auch sehr gerne, sondern Max in diesem Film, weil der ist so herrlich wunderbar komisch. Ich weiß nicht. Also, wie er immer seinem Chef hinterher dackelt und wie er dann immer versucht, auch böse zu sein, zum Beispiel, wenn er irgendwelche Kinder zurechtweist. Das ist herrlich. Aber ich muss sagen, meine Rolle, also mein Max, der ist durchaus derjenige, der am Ende praktisch die Leute aus der Scheiße holt. Ja, ja, und er bringt sie auch halt zusammen, so, gell? Ja. Weil er bekommt dann ein Eisenrohr in die Hand und ja, gut, okay. Dann ja, der legt diesen Streit und diesen Twist zwischen den beiden ein bisschen zur Seite, um dieses Rennen dann zu beenden. Also der hat eigentlich schon den größten Überblick. Das stimmt schon. Ich habe mich noch gefragt, also für die damaligen Zeiten und so, war das wahrscheinlich schon ein krasses Projekt, also so die Set-Pieces und so. Ich meine, heutzutage die Effekte und so sind natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen und so, aber was die da alles auffahren, vor allem an so Großversammlungen und so, also es war, glaube ich, schon ein krasses Projekt irgendwie. Also es sollte auch gesagt werden, also
im Grunde stecken in diesem Film ja drei Filme drin, weil du hast den Anfang, wo man ja wirklich sehr ausgiebig sieht, wie der große Leslie seinen Rekorder aufstellt und Professor Fate versucht, ihn zu manipulieren oder halt eben sie zu brechen, was natürlich immer tierisch in die Hose geht. Dann hast du eine sehr lange Episode drin, wo sie in so einem, ich nenne es mal Fake-Bayern sind, wo es ja dann dazu kommt, dass Jack Lemmon so eine Doppelrolle hat, nämlich als Prinz Hapnick, der ja irgendwie sehr deutlich an Ludwig von Bayern angelehnt ist. Und dann hast du halt eben noch dieses Rennen an sich. Und ja, ich fand auch dann, Entschuldigung, ja. Und das habe ich ja schon erwähnt in meinem Vorfazit, der Film ist sehr lang. Das merkt man hin und wieder auch. Und der ist auch, also wenn der Film aus ist, bist du auch erstmal platt und hast dann auch erstmal Lust auf irgendwas Schweres. Ja, für Michael Haneke oder so. Nochmal 3 Stunden. Ja, erstmal danach schön das weiße Band schauen, um wieder runterzukommen, oder? aber ich mag das an diesem Film. Also allein der Anfang, wenn du halt siehst, wie hier der große Leslie seine Rekorde aufstellt und Professor Fate dann das versucht zu rechnen, das ist einfach herrlich, weil da ist der Film für mich wirklich am cartoonigsten. Und das nicht nur halt wegen dem Design dieser Fahrzeuge. Ich fand, ich habe den auch in 3 Sitzungen, glaube ich, geschaut, weil irgendwie das erste Mal habe ich ihn relativ spät angefangen, bin dann irgendwann eingepennt und dann hatte ich beim zweiten Mal ein bisschen das Gefühl, ah, das zieht sich jetzt schon, weil diese Episode mit dem Fake-Bayern, was du gesagt hast, gibt's ja, dann gibt's ja noch diese Western-Episode, dann diese auf dieser Eisschorle und so, dann dachte ich schon, ich hatte auch das Gefühl, was, so ein bisschen, was für eine Schorle, auf diese Eisschorle. Scholle. Scholle. Nicht Schorle. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann zwischendurch auch mal das Gefühl, ah, das zieht sich jetzt schon ein bisschen und dieser Humor wird jetzt auch nicht besser oder so. Aber wo ich ihn dann am dritten Tage zu Ende geschaut habe, hatte ich das Gefühl, liebe Gott. Dann hatte ich das Gefühl, als hätte ich wirklich diese Weltreise mit ihnen durchstanden. Deswegen hat es dann schon wieder gepasst. Ich meine, die machen diese weltumspannende, dieses Rennen und so. Und wo wir dann am Schluss zusammen angekommen sind, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, als hätte ich eine große Reise mit ihnen gemacht. Naja. Wobei, genau dieses Gefühl hatte ich nicht. Ich finde, die sind nicht allzu weit gekommen, weil, wie gesagt, so viel hat man von der Welt nicht gesehen. Wenn ich mir jetzt halt anschaue, bei Tenet springen sie von einem Kontinent zum nächsten. Und, ja, aber ganz ehrlich, bei Tenet merkst du nicht, dass du woanders bist als vor 2 Minuten. Ne? Also das macht der Film wesentlich besser. Ja, definitiv. Und vor allem, er hat auch immer wieder so richtig tolle Schauwerte. Zum Beispiel die bis heute größte Tortenschlacht der Filmgeschichte. Ich habe mir gerade eben auf YouTube vom Warner Archive nochmals angesehen, da fliegen halt 250 Torten rum. Und die haben halt echte Torten benutzt, also aus echter Schlagsahne und echten Früchten. Und das muss wohl nach 3 Tagen Drehzeit ordentlich geschnitten haben. Da tut mir immer das Herz weh, weil ich mir denke, ach, diese Lebensmittelverschwendung, oh Mann. Ja, aber ist das nicht irgendwie so Fake-Schlagsahne oder sowas, was man gar nicht essen darf? Nee, die wurden wirklich hergestellt. Die haben 18.000 US-Dollar damals allein für Torten ausgegeben. Okay. Hast die du irgendwie Kinder, zum Budget irgendwelche Angaben? Nee. Er war auf jeden Fall für die damalige Zeit nicht billig. Ja, alleine halt, weil Tony Curtis und Jack Lemmon ja 2 sehr große Stars waren und Natalie Wood ja auch, war der wirklich alles andere als kostengünstig. War aber wohl ein großer Erfolg, aber halt leider kein Erfolg, der so Nachgehalt hat. Also wie ich schon sagte, die Leute, die den Film kennen, die würdigen ihn auch als Filmklassiker, aber er ist halt relativ unbekannt, leider. Aber würdet ihr sagen, dass es eher so ein Film für, ja, ich würde jetzt sagen, so ein Abenteuerfilm für Kinder ist, wie jetzt zum Beispiel heutzutage vielleicht, keine Ahnung, Jumanji oder sowas? Hey, ich habe mir danach noch, weil eben dieses Abenteuer-Feeling und dieses einmal um die Welt und so, ich habe mir danach noch hier diesen Animations-Tim und Struppi-Film angeschaut, weil das hat so ein bisschen in die Kerbe geschlagen und da hat man Lust auf so leichte Abenteuerunterhaltung irgendwie und ich kann mir das jetzt als Halberwachsener ganz gut anschauen, aber den kannst du ja locker auch mit deinen Kindern schauen und die kommen dann halt bei diesen Cartoon-Slapstick-Sachen auf ihre Kosten, ja. Deswegen finde ich den eigentlich schon. Das ist ein Familienfilm, oder? Ja, genau. Ich würde auch wo sagen, es dann am Ende über um Sex geht. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde schon sagen, das ist ein Film, der funktioniert, ob du jetzt 8 oder 88 Jahre alt bist. Da ist für jeden was dabei. Und es gibt ja auch wirklich ein paar sehr hübsche Ideen. Zum Beispiel bei dieser wirklich massiven Tortenschlacht ist es ja so ein kleiner Running Gag, dass dieser große Leslie halt ja wirklich keine einzige Torte abbekommt. Und der hat halt wirklich einen komplett weißen Anzug an. Ja.
Ja, das ist schon einfach witzig. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, warum der jetzt halt nicht die Jahre so als Klassiker überdauert hat, weil als Superfilmkritiker oder so, weil, das ist halt ein Cartoon auf 2,5 Stunden aufgeblasen, wo sich erwachsene Torten ins Gesicht hauen und Raketen um sich werfen. Also eigentlich. Ja, aber so gut, das sind die Avengers auch. Stimmt. Nee, aber ja, der wird in 20 Jahren auch nicht mehr als Klassiker. Ja, vielleicht schauen wir mal. Also ich muss sagen, jetzt wo ich mich euch beiden Nasen da drin vorstelle, habe ich den Film noch ein bisschen lieber gewonnen. Und alleine die Szene, die es jetzt nicht im Film gibt, nur in meinem Kopf, wo ihr halt eben im Bus sitzt, ja, und Professor Felder, also Andi sagt so, oh, in der nächsten Haltestelle müssen wir raus. Drück aufs Knöpfchen, Max. Das ist einfach. Vielleicht stellen wir das mal für dich nach und schicken dir eine Aufnahme. Jetzt müssen wir mal machen, wenn ich meine Streifenkarte ziehe. Ja, ich muss noch einen Zylinder. Kennt ihr denn Streifenkarten in Köln? Streifenkarten? Oder ist das ein Münchner Ding? Also es gibt so Fahrkarten in Köln, die sind etwas länger, die musst du zusammenfalten. Jedes Mal, wenn du fährst, musst du dann so abknipsen lassen. Ah ja, okay, das sind dann die gleichen. Ja gut, kommen wir doch mal zum eigentlichen Highlight. Ja. Ja. Oder ich weiß nicht, das haben wir jetzt. Wir haben nämlich eine Nackttanz-Performance einstudiert, die wir jetzt zum Besten geben werden. Die geben jetzt Dominik und Christopher zum Besten. Herzlich willkommen. Yay. Ja, bevor wir zum Stus Wunschdialog kommen, muss ich wahrscheinlich noch 3 Zigaretten auf einmal rauchen, um diese rauchige Lache hinzukriegen. Habt ihr ihn auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Auf Deutsch. Deutsch. Okay. Weil ich also ich habe mal 5 Minuten auf Englisch geguckt, aber ich bin dann wieder auf Deutsch zurück. Ja. Georg Thomalla spricht Jack Lemmon und das macht er aber wunderbar. Wirklich. Der hat eh so eine geile Stimme. Ja. Das ist so was ich aus den älteren Filmen echt mag. Also streckenweise sind sie halt nicht komplett lippensynchron, aber dafür sind die Stimmen irgendwie sehr, sehr, sehr viel prägnanter irgendwie. Also man könnte sie auch als Hörspiel verwenden. Ich kann mir da immer nicht die realen Personen dahinter vorstellen, weil es ist ja wie bei Bud Spencer und Terence Hill, die sind ja auch so großartig übersetzt und diese komische, rauchige, kratzige Stimme, irgendwie, da ich kann mir da immer die Leute dahinter früher, nicht vorstellen, weil früher, die klingen nach Cartoon einfach nur irgendwie. Aber früher sahen die alle gleich aus. Die sahen alle aus wie Beamte. Jeder Mann sah gleich aus. Gut, wir haben Folgendes vorbereitet. Ich habe mir 2 Szenen angeguckt und habe die transkribiert, oder wie es heißt. Krepiert. Ja, danke schön. Ich krepiere hier gleich auch, vor Lachen wahrscheinlich. ich habe 2 Szenen genommen. Wir wollten nur eine nehmen, aber ich habe 2 Szenen genommen, weil diese Szenen relativ kurz sind. Da ist tatsächlich mehr Regieanweisung als andere. Und wir werden jetzt mit unseren darstellerischen Supertalenten diese Szenen vorspielen, nachsprechen. Der werte Andi ist natürlich Professor Fate. Und sein Assistent Max ist natürlich Max. Leider, bei diesen 2 Szenen gibt es keinen einzigen Moment, wo der schöne Satz fällt, drück aufs Knöpfchen, Max. Das finde ich sehr schade, aber... Ja, vielleicht sage ich den einfach. Nee, den muss Andi einfach dann irgendwann mal sagen, wenn er passt. Also ich würde so handhaben, ich lese die Regieanweisung vor, damit die Zuhörer da draußen auch wissen, was überhaupt gemeint ist. Ja, ich werde mich beim Schnitt vielleicht auch ein bisschen verkünsteln mit Sounddesign. Mal sehen. Oh. Und ein bisschen schneiden, dass das alles ein bisschen flüssiger ist, weil diese Liste, ich muss ein bisschen scrollen. Naja. Seid ihr beiden bereit? Ja, ich bin immer bereit. Das ist eine Lüge und das weißt du. Nein, das ist keine Lüge. Und das weißt du. Ja, okay, hast mich erwischt. Okay, Andi, bist du auch bereit? Na klar. Okay, wir fangen an. Professor Fate wartet vor einer Gruppe Schaulustiger und Reporter darauf, dass sein Assistent Max ihn mit einer speziell angefertigten Flugmaschine vom Boden aufsammelt und durch die Lüfte trägt. Der Stunt gelingt zunächst. Max hebt seinen Chef vom Boden mit dem Fluggerät auf. Fate hängt nun an 2 Seilen befestigt unter dem Flugzeug. Allerdings ist Fate immer noch sehr nah am Boden. Was ist denn los, Max? Rauf mit der Kiste! Rauf, rauf! Immer mit der Ruhe! Rauf, rauf! Mach schon, du Idiot! Wir sind ja oben! Max lässt den Lenker kurz los. Das Flugzeug geht in den Sinkflug. Fate schlittert mit dem Gesäß über die Wiese. Max! Max reißt den Lenker an sich. Das Flugzeug gewinnt wieder an Höhe. Höher, du Idiot! Höher! Sie sind zu schwer! Du bist zu dumm! Fate erblickt eine Scheune, die vor ihm erscheint. Ja!
fällt kracht durchs Dachtor in die Scheune. Reißt sich damit zum Zugzirk los und landet unsanft zwischen altem Holz, Hühnern und Heu. Weiße Federn wirbeln auf. Das Flugzeug hat derweil eine Bruchlandung in einer Jauchegrube gemacht. Max sitzt erschöpft am zerstörten Flugzeug. Fate rafft sich in der Scheune auf. Er hat überall weiße Federn, vor allem im Gesicht. Er beginnt plötzlich zu lachen. Da staunen sogar die Hühner. Das soll mir der große Leslie erst einmal nachmachen. Wunderbar. Das ist die erste Szene. Hey, Andi, das sind verborgene Talente. Wirklich. Also, Andi, ich bin begeistert. Schieben wir die zweite Szene gleich nach. Professor Fate und sein Assistent Max posieren vor den Fotografen vor ihrer Schienenrakete, mit der sie den Geschwindigkeitsrekord des großen Leslie brechen wollen. Als Kinder dem Gefährt zu nahe kommen, vertreibt sie Max. Lause, Jungs! Professor Fate geht zu einer Gruppe Reportern. Meine Herren, ich beabsichtige, die vorgeschriebene Meile in unter 12 Sekunden zurückzulegen. Entschuldigung, ich kann mir das wirklich bildlich vorstellen. Das ist das Problem. Die Reporter lachen. Fade aus. Nochmal. Die Reporter lachen. Punkt. Fade aus. Punkt. Okay, nochmal. Die Reporter lachen, Fate aus. Fate geht sichtbar sauer zurück zu seinem Gefährt. Max sitzt bereit in der Rakete. Fate nimmt neben ihm Platz. Das Gelächter weitet sich aus. Aktiviere die Rakete. Drück aufs Knöpfchen, Max. Max zündet an der Außenhülle ein Streichholz an, mit dem er die Zündschnur der Rakete zum Brennen bringt. Beide Männer bereiten sich auf den Start vor. Mit einem lauten Donnern sowie viel Rauch und Feuer setzt die Rakete sich auf den Schienen in Bewegung. Sie düst mit großer Geschwindigkeit auf den Gleisen entlang. Professor? Wir sind auf 150! 250! Ich gehe in die Geschichte ein! 300! Die Nachwelt wird mir ein Denkmal errichten. Professor Fate lacht weiter und bemerkt dabei nicht, dass die Rakete sich von den Gleisen gelöst hat und in Richtung Himmel abhebt. Max versucht, ihn darauf aufmerksam zu machen. Es ist erreicht! Professor? Ja, was? Max zeigt auf einen Vogelschwarm. Fate und Max blicken sich unsicher an. Dann gleiten ihre Blicke synchron zur Außenseite der Rakete. Sie erblicken die Tiefe, die unter ihnen klafft. Felder und Farmhäuser ziehen an ihnen vorüber. Erschrocken blicken sie wieder nach vorne. Mit einem lauten Geräusch geht der Antrieb aus. Fate und Max reißen ihre Augen auf, als die Rakete wie ein Stein vom Himmel fällt. Ein Farmer, der seine Kühe gerade vor der Scheune mit Mais füttert, hört das Geschrei und blickt nach oben. Die Rakete knallt in eine dampfende, vor sich hin blubbernde Jauchegrube. Max und Fate tauchen langsam aus der braunen, dickflüssigen Masse auf. Fate setzt vorsichtig seine Schutzbrille ab und zwinkert mit den Augen. Das soll uns der große Leslie erstmal nachmachen. Tusch, Ende aus, Mickey Mouse. Ja, vielen Dank, wunderschön. Ach. Ja, das geht in die Annalen. Sehr schön. Ja gut, dann Fazit. Also ich fand, dass du als Fate sehr gut warst. Max hatte ein bisschen wenig zu tun, muss man sagen. Da bin ich mir etwas unsicher, stimmt. Aber ich würde euch beide für die Zweitbesetzung schon mal vormerken. Ja, ich bin da auch eher so, ich komme über meine Mimik. Deswegen machst du Podcast. Ja, das ist immer das, was man nicht kann. Ja. Ja, ich würde mal reingrätschen zum Fazit. Wir haben ja schon viel gesagt. Ich muss sagen, es hat mir schon Spaß gemacht, halt eben so einen Cartoon mit Menschen auf 2 Stunden aufgedehnt, und weil das Design hat mir gefallen, die Schauspieler haben Spaß gemacht. Er zieht sich ein bisschen und mei, es ist eine leichte, seichte Abendunterhaltung, aber durchaus mit viel, wie nennt man das? Charme. Also, Herzblut ist vielleicht das falsche Wort, weil da sind ja auch wahrscheinlich Millionen von Dollar rein. Aber ich finde es auch witzig, dass sich einfach eine Gruppe renommierter Erwachsener mit einem riesen Millionenbudget hinsetzen und so einen Quatsch machen. Also ich finde, das ist ein schöner Film, den man sich Sonntagabend anschauen kann. Und für die ganze Familie, ich gebe mal 3 von 5 Knöpfchen. Ja, und ich gebe 3,5 von 5 Knöpfchen, weil ich mir wünschen würde, dass lieber sowas kommt als
zum Beispiel Chaos auf der Feuerwache. Wobei ich jetzt nicht sagen wollen würde, dass es nicht interessant wäre, The Rock und John Cena vielleicht mal in so einem Remake zu sehen. Also erstens mal heißt der John Cena und zweitens hat The Rock gerade gesagt, dass er Corona hat. Also lass den Mann in Ruhe. So. ich gebe dem. Ja, aber vielleicht meinst du The Rock Johnson als der große Leslie? und wer ist dann der? Wer ist Jack Lemmon? Also wer ist so der Böse? Will Ferrell. Will Ferrell als perfekt und Kevin Hart als Max. Nee. Ah, der war doch bei Jumanji. Also Andy Samberg als Max. Ja, ja. Oh, das wäre gut. Pass auf, ich habe mein Fazit ja gerade am Anfang schon gesagt, deswegen hier noch schnell. Und Kirsten Wick als Natalie Wood. Okay, Entschuldigung. Ja. Ich habe mein Fazit ja schon zu Beginn des Podcasts gesagt, deswegen sage ich nur, ich gebe ihm 4 Punkte, ich mag ihn wirklich sehr. Und jetzt hatten wir Spaß, jetzt können wir zu ernsten Filmen kommen. Okay, jetzt stellt sich nur die Frage, nehmen wir den ernsten Film, der älter ist, oder nehmen wir den ernsten Film, der jünger ist? Ich würde sagen, den Klassiker machen wir am Schluss und jetzt machen wir zwischendrin einen modernen Klassiker, meiner Meinung nach, aber okay, also den Bekanntheitsgrad am Ende dann für dich. Ein Film in Rosa, würde ich sagen. Ich habe Hör ausgesucht von Spike Jonze. Ich habe übrigens, wir haben ja ihn letztes Mal, übrigens Goldener Horst, Blätterteig-Horst heute an Spike Jonze. Ich habe nämlich in vielen englischen Rezensionen auch gehört, den sprechen die immer Spike Jonze und nicht Spike Jonze aus. Ist egal. Wir nennen ihn Spike Jonze. Genau. Ich glaube, das ist der erste Film, wo er auch selber das Drehbuch geschrieben hat. Und meine Fresse, das kann er auch sehr gut, muss ich sagen. Es spielen mit Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson als Samantha ohne Körper heute dabei. Amy Adams spielt noch mit, Rooney Mara spielt mit. Ach ja, stimmt, klar. Olivia Wilde, Chris Pratt ist auch noch dabei. Egal, Fakten sind das für Langweiler. Es ist ein großartiger Film. Und ich habe den das auf unser erstes Merchandise-T-Shirt. Der Horst, Fakten sind was für Langweiler. Er kam auf jeden Fall 2013 raus. Ich würde das nicht auf T-Shirt drucken lassen, sonst siehst du solche T-Shirts irgendwann vor dem Deutschen Reichstag. Also. Okay, stimmt. Oh Gott. So habe ich das nicht gemeint, deswegen hier noch 2 Fakten. Er ist 2013 erschienen, dauert 126 Minuten und ist ab 12, das waren 3 Fakten. Aber ich habe ihn ausgewählt, denn ich kam mit dem Thema erstmal nicht gleich, ich finde es großartig, aber mehrere Gründe. Erstens, Spike Jonze war in der letzten Folge schon da, den hatte ich auf dem Schirm, dachte mir, geiler Typ, ich will wieder einen Film von ihm sehen, hatte die Blu-ray eingeschweißt im DVD-Regal stehen, also im Blu-ray-Regal, noch ein Grund. Außerdem hatte ich eine gewisse Parallele mit einem Film, den wir letztes Mal auch besprochen haben, nämlich mit Lars und die Frauen, da kommen wir später vielleicht noch drauf. Und außerdem fand ich es sehr passend, denn wir sind ja im Podcast-Format, wo wir uns persönlich teilweise nicht kennen. Der Max, den kenne ich natürlich, der ist ja auch aus München. Den Stu kenne ich nicht, weiß auch nicht, wie er aussieht. Ich kenne nur seine Stimme. Und was passt da besser als ein Film? Es gibt auch Fotos von mir auf Facebook. Warum guckst du dich an? Nicht so schlimm. Das ist doch immer dieses Foto von Serenity oder wie der heißt. Wie heißt der Film, wo der Kopf fehlt? Ach, ich hab, es kommt, ist egal. Ist egal. Glaubst du nicht auf tatsächlich, jeden Fall, dass wir hier mit einem Kopflosen sprechen? Deswegen dachte ich mir, ist es nicht sehr passend, einen Film zu wählen, wo man nur die Stimme einer Schauspielerin hört, weil wir uns ja hauptsächlich über die Stimmen kennen? Sehr schön, habe ich das ausgewählt. Danke. Schulterklopf. Habe ich dann eigentlich nicht E-Mail für dich genommen? Kurze Frage, wenn du das jetzt so über die Stimme machst, aber du hattest doch keine irgendwie sexuelle Fantasie mit meiner Stimme, oder? Nächstes Thema. Das war sehr schön. Bevor ich an euch übergebe, fand ich es noch sehr schön. Wir haben hier letztens nämlich Corona-Zeit. Wenn es schlechtes Wetter ist, machen wir öfter so kleine Filmabende, weil keiner Lust hat, sich in irgendwelche Bars zu zwängen. Und dann haben wir uns hier reingesetzt und haben einen Themenfilmabend gemacht mit Hör und Ex Machina, was ja auch ziemlich großartig ist, weil beides so künstliche Intelligenz und einer verliebt sich in die künstliche Intelligenz. Und ich hatte zuerst ein bisschen Sorge, weil ich dachte, die wollen jetzt hier, weil gute Soundanlage und so, wollen was sehen, wo es halt ordentlich kracht, wo sowas explodiert und es abgeht und so. Dann dachte ich schon, ah fuck, die haben wahrscheinlich auf Hör gar nicht so Lust, weil ich habe an den Film gedacht, der ist sehr ruhig, sehr romantisch, aber sehr schön halt. Aber trotzdem, die haben den auch alle sehr gefeiert, weil es ist einfach ein großartiger Film. So, jetzt seid ihr dran. Mit was? Wann hast du den Film das erste Mal gesehen, Max? Wann kam er raus? 2013. Dann wahrscheinlich 2014.
Okay. Du? Ich habe den damals in der Presseaufführung gesehen. Ich habe ihn auch, glaube ich, bis heute nicht auf Deutsch gesehen. Das heißt, ich habe ihn immer nur auf Englisch gesehen. Und weiß noch, dass ich sehr beeindruckt rausgegangen bin. Ich hatte auch Erwartungen natürlich, weil Spike Jones kannte man ja, Adaption und natürlich Being John Malkovich. Und bin sehr, wirklich sehr geflasht aus der PV gekommen. Und ich weiß noch, dass ich lange über diesen Film nachgegrübelt habe. Ich habe auch den Leuten, hier waren zwei dabei, die wollten ihn lieber auf Deutsch sehen irgendwie, aber ich habe gesagt, nee, sorry, den schauen wir auf Englisch an und machen gerne Untertitel an, aber ich will Scarlett Johansson hören. Ich habe die deutsche Version auch noch nie gesehen, nichts gegen die Synchro, vielleicht ist sie auch super klasse, aber ohne Scheiß, ich finde das so großartig, wie die diese künstliche Intelligenz spricht. Also ich habe ihn auf Deutsch jetzt, also ich habe ihn das erste Mal auf Englisch gesehen und jetzt habe ich mir echt auch mal auf Deutsch angeguckt. Für den Horst, um zu wissen, wie die Deutschen klingen. Sie klingen sehr deutsch. Ach so, ja, aber bevor wir weiter tiefer einsteigen, kann ich ja mal kurz erzählen, worum es geht. Ja. Also, Theodore Twombly, geiler Name, von Joaquin Phoenix gespielt, ist so ein Typ. Es spielt alles so in einer nahen Zukunft, kann man sagen, und er arbeitet als Grußkarten- oder Briefeschreiber für fremde Leute. Also er übernimmt es, wenn jetzt, sagen wir mal, du deiner Mutter ein Muttertagsbriefchen schreiben willst, selber aber sehr unkreativ bist, dann schickst du dem deinen Namen, ein paar Infos und er macht daraus einen wunderschönen Brief. Problem ist aber, das kann er zwar sehr gut, aber bei ihm im Gefühlsleben und Liebesleben schaut es eher schlecht aus. Er hat sich von seiner langjährigen Freundin getrennt. Nee, die waren sogar verheiratet, stimmt. Und er muss die Scheidungspapiere unterschreiben. Zögert es aber raus, er ist sehr depressiv, wandert so ein bisschen lethargisch durch dieses LA der nahen Zukunft irgendwie. Eines Tages lädt er sich auf sein Handy so ein neues Betriebssystem, so eine Siri-ähnliche Geschichte irgendwie. Und wählt die weibliche Stimme aus, wie gesagt, gesprochen von Scarlett Johansson. Und die ist nicht einfach irgendein Computer, die sagt, ich lese dir die E-Mails vor, sondern die ist sehr menschlich und zwischen den beiden entwickelt sich eine Beziehung, die enger wird, als man sich es eigentlich vorstellt, was man mit so einem Siri sonst so hätte. Und die kommen sich näher und ich glaube, mehr braucht man gar nicht sagen, oder? Nö. Bringt es sehr gut auf den Punkt. Also wenn man den Film halt wirklich zusammenfasst, dann könnte man sagen, Typ Bums Siri. Stimmt, ich glaube, das hatten wir auch bei diesem Spiel mal. Naja, egal. Ja, was hattet ihr, wie gesagt, ihr habt ja schon gemeint, ihr fandet ihn recht gut. Mhm. Dann erzählt doch mal, warum. Also der Film hat viele tolle Aspekte. Was ich finde, was nie so oft lobend erwähnt wird, ist, die Welt, die er zeigt, diese Welt hat was Futuristisches, aber wirkt trotzdem sehr nahbar. Da gibt es so ganz viele Details, zum Beispiel, dass eigentlich alle Männer Schnurrbärte tragen. Also das ist, scheint so damals so in dieser Welt so Trend zu sein, dass Männer Schnurrbärte tragen. Wer hätte es gedacht? Das ist einfach wunderbar, wie der Jones diese Zukunftswelt inszeniert. Sie wirkt halt wirklich zum einen so ein bisschen fern und sehr utopisch, dystopisch. Aber auch sehr nah, weil er ja... Darüber haben wir in dieser Runde auch noch gequatscht, weil ich aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskam. Und dann haben wir auch so darüber geredet, was halt so genial ist an dem Film, dass es halt eigentlich so ein... Es gibt ja öfter so Retro-Trends, wie ich meine diese komischen Filzhosen und so, die anhaben. Das sieht ja so ein bisschen 70s aus, aber durch so eben diese Technik wirkt es dann futuristisch und so. Aber es könnte ja durchaus sein, dass, keine Ahnung, 2030 alle Leute so rumlaufen, weil es kommen ja immer wieder so Trends aus der Vergangenheit. Und wenn die jetzt da rumgelaufen wären, wie in das fünfte Element und so... mit so Plexiglashauben und so, dann wäre es halt scheiße gewesen. Aber so, wie du gesagt hast, wirkt es relativ realistisch und du hast nie das Gefühl, als wäre das jetzt so komplett unrealistisch. Ja, es ist sehr greifbar alles, finde ich. Ja. Dazu toll gespielt und gesprochen. Der Film hat einen unglaublich guten Sinn für Humor, der mal total absurd ist, mal total liebenswert, aber niemals wirklich diese Hauptfigur bloßstellt. Also der Film hat einen sehr großen Respekt und eine sehr große Liebe für diesen Theodore übrig. Mhm. Ja, aber Theodore ist ja eigentlich auch ein sehr beliebter Kerl, oder? Weil ich meine, die Freunde, die er hat, die machen sich ja auch Gedanken um ihn. Also überhaupt, die Welt ist
tatsächlich eigentlich relativ lieb und nett, oder? Sie ist zwar komplett anonym, aber auch nett. Ja, das habe ich auch, obwohl du den Humor erwähnt hast, das fand ich auch schön, weil wie gesagt, ich wusste nicht, gefällt es dir, gefällt es nicht. Ich saß so ein bisschen nervös hier rum, dachte mir, oh Gott, nein, hoffentlich denken die nicht, die zeigen jetzt hier die Oberschnulze halt einfach nur. Aber wo dann zum Beispiel diese erste Szene, wo dann Theodore abends im Bett liegt und dann eben so ein Online-Chat auch so ein bisschen auf Sex aus, so Telefonsex aufmacht irgendwie und dann mit dieser einen Frau spricht und dann diese Szene kommt, sexy Kitten, also und sie sich dann so in Rage reden. Und auch erwürg mich mit der toten Katze. Genau, also der ist zum Beispiel oder auch dieser komische, dieses Computerspiel, was er immer spielt, wo dieser kleine komische Alien-Roboter oder was auch immer einfach diese krass derbe Sprache auspackt und so, da sind schon echt witzige Sachen drin, wo du halt einfach echt laut lachen kannst und so. Also nicht nur subtile Humor, sondern wie du schon gesagt hast, so absurde Humor, was eben auch so in Richtung Being John Malkovich, einfach so absurder, überdrehter Humor, den ich ganz vergessen habe, dass der in dem Film auch drin ist. Und ich war sehr glücklich, dass er drin war, weil so konnten die Leute über diesen krassen Humor schon mal ein bisschen einsteigen. Aber das ist nicht das Hauptthema natürlich. Ich mag das Design dieses Films. Und jetzt kommt, darf ich es wieder sagen, ich mag den Look so gern. Denn es ist halt echt perfekt designt, von den Kostümen bis hin zur Welt. Und es die Farben passen halt auch immer total gut zusammen. Und ich bin so ein kleiner Farben-Nazi. Und ich mag es halt, wenn eine schöne Farbskala sich durch den Film durchzieht. Und gut, okay, das wären jetzt nicht unbedingt die Farben, die ich jetzt privat tragen würde, weil man muss schon echt dicke Cojones haben, um sich rosa und gelb miteinander vorzustellen. Aber irgendwie, weißt du, funktioniert in diesem Film trotzdem ganz gut. Boah, das ist so schön. Ich hätte so gerne einige Poster hier hängen aus diesem Film, weil das so dieses Pastellige und irgendwie er, was ja auch so ein bisschen ein Bruch ist, weil irgendwie er ist ja so der traurige Typ am Anfang, aber trotzdem ist er immer so leuchtend, rot, rosa, whatever und so und dann in dieser Pastelligen ist ja schon am Strand fast und so. Fleischfarben. Ja. Es ist so wie frisch geschlachtetes Fleisch. Und das Gelb dann dazu, so frischer die Eiter Mode, obendrauf. Die Modefarbe der Saison ist Leberwurst Umbra. Warte mal, was ist das? Loriot? Otto Walkes. Ah, schade. Nee, aber wie du sagst, der Look ist einfach so geil. Also was mir ja selber wahrscheinlich jetzt nicht aufgefallen wäre, aber die Machart des Films habe ich, eine Analyse geschaut, muss ich zugeben. Aber das halt, ich meine, natürlich fällt mir das auf bei den Close-Ups und so, die ja so, wie nennt man das, mit der großen Brennweite, niedrige Brennweite in der Fotografie, dass du halt so einen kleinen Schärfe-Fokus hast irgendwie. Und dass das aber mit dem Film im Laufe des Films auch nachlässt, weil am Anfang, wenn er irgendwie rumspaziert und so, hast du ihn im Fokus, aber alle anderen sind verschwommen, was so seine Disconnection zu der ganzen Welt so darstellt, aber je später er dann aufblüht, desto mehr siehst du dann von der Welt und so. Das ist mir im Film jetzt ehrlich gesagt selber nicht aufgefallen. Ich glaub's den Typen einfach mal. Ja, aber sowas soll ja gar nicht auffallen. Weißt du, wenn es gut gemacht ist, dann fällt es einem ja nicht auf, dann ist es bloß da, weißt du? Ja, oder er geht anfangs auch anscheinend immer, wie gesagt, ich finde sowas sehr spannend, aber es fällt mir nicht auf. Aber wenn sich jemand dann die Mühe macht, das zu analysieren und so, finde ich es sehr cool eigentlich. Aber dass er dann auch immer entgegen von den Menschenmassen läuft und so, also diese Isolation von ihm, dass die durch solche subtilen filmischen Mittel noch unterstützt wird, das ist halt einfach großartig. Er ist halt so der typische Alone with Everybody-Typ, ne? Ja, und auch wo er am Anfang heute immer, nachdem ich den Film gesehen habe, immer wenn ich in der U-Bahn sitze, schaue ich immer mit so einer leichten Melancholie durch die U-Bahn, wie alle halt auf ihr Smartphone glotzen und Kopfhörer drin haben. Lehnst du dann deinen Kopf auch immer ganz, ganz schmiegig an die Leine? Aber was sage ich da überhaupt? Das sind ja gar keine Wörter. Ganz sanft an die Scheibe, meine ich jetzt. Genau, ich lehne dann meinen Kopf an die Scheibe und schaue mir schwangere Nacktfotos an. Ich bin gespannt, was bei unserem dritten Film kommt. Beim ersten Film hatten wir schon die Eisschorle und jetzt haben wir die Leine. Nein, aber wie gesagt, abgesehen, dass der Film so großartig gespielt ist, ich meine, das Thema, wie gesagt, der Stu kann das relativ schnell zusammenfassen, Typs Bums Siri. Ja, genau. Aber trotzdem ist dieser Film auch so philosophisch irgendwie und auch so sozialkritisch, aber ohne, dass er jetzt so mit dem erhobenen Zeigefinger rumgeht und sagt so, Technik ist schlecht, moderne Technik ist schlecht, wir vereinsamen alle. Weil ich meine, immerhin hilft ihm ja diese komische Technik auch so aufzublühen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist irgendwie ganz komisch, weil dieser Vereinsamungsaspekt, den finde ich in dem Film, der hat bei mir überhaupt nicht gezündet.
Also klar zeigt er irgendwie so diese, dass das entpersonalisiert wird, also praktisch, dass der Mensch aus Fleisch und Blut ersetzt werden könnte, theoretisch. Aber auf der anderen Seite, er interagiert doch mit ziemlich vielen Menschen. Ja, wie viele? Ich meine, ganz ehrlich, ohne diese moderne Technik würden wir drei uns ja auch gar nicht kennen. Stimmt. Ne? Ein Hoch auf das Internet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film absolut keine Kritik hat an diesen modernen Medien. Ich finde, da ist schon was drin. Aber er ist jetzt nicht darauf gebürstet, jetzt volle Kanne anti-modernen Medien zu sein. Eher im Gegenteil. Ja. Das ist auch ganz schön. Ich finde das sogar gewagter, das so zu verkaufen, als jetzt so einen typischen Film zu machen, so, ja, hier, wenn du Chats und E-Mails benutzt, dann ist dein Leben für den Arsch. Ja, genau. Weil zum Beispiel, wo er auch daheim sitzt und dann dieses Spiel spielt, was er da vorher auch schon gemacht hat und so, und dann mit ihr zusammen, und das macht viel mehr Spaß und er ist immer viel freundlicher und fröhlicher und so, und dann treibt sie ihn ja teilweise auch raus, wo sie dann mit ihm, das ist ja eine der großartigen Szenen, wo sie auf diesem Jahrmarkt sind und er die Augen zumacht und sie ihn dann sozusagen steuert und er muss dahin gehen und dann schickt sie ihn doch auch zu diesem Pommesverkäufer und so. Voll schön, und sie sagt ihm ja auch dann so ein bisschen, er soll die Leute beobachten, und dann beobachten sie zusammen diese Leute und besprechen die und so, auch voll schön. Da sieht man ja, dass er eigentlich ein sozialer Typ eigentlich ist oder zumindest eine Gabe hat für das Menschliche, sagen wir mal. Aber das halt einfach sich total durch diese kaputte Beziehung so nach innen gekehrt hat, obwohl er wahrscheinlich echt ein cooler, netter, sozialer Typ ist, aber durch diese Trauer mummelt er sich halt so ein, und sie hilft ihm ja auch ein Stück weit, sich da zu öffnen. Deswegen ist es ja nicht negativ. Aber trotzdem war ich immer auch so eine melancholische Unterton, wo er dann halt von diesem Date zum Beispiel zurückgeht und dann wieder nur mit dem Computer zu Hause spricht. Oder halt dann öfter zu Hause, oder wo er auch dieses Hüttenwochenende mit diesem Computer alleine macht und so. Da dachte ich schon so, heieiei. Also ja gut, solche Sachen sind schon ein bisschen strange. Ein bisschen traurig ist es schon, aber dadurch, dass er so glücklich ist, bricht es dann so mit der Stimmung. Also wie gesagt, ich finde, das ist eine großartige Mischung aus eben, bisschen traurig ist man, aber eigentlich ist es auch schön. Ach, schön. Also es ist wirklich ein durch und durch empfehlenswerter und auch sehr schöner, tiefsinniger und amüsanter Film. Und damit hat der Spike Jonze bewiesen, dass er wirklich ein ganz grandioser Regisseur ist. Also er macht wenige Filme, aber ich kenne keinen einzigen Film von ihm, den ich nicht empfehlenswert finde. Hat der eigentlich mal wieder was in der Pipeline? Nicht, dass ich wüsste. Ja, und was auch so cool ist, dass die Nebendarsteller, also ich meine, Chris Pratt ist halt ziemlich witzig irgendwie, aber auch Amy Adams, die ist ja großartig, Arrival, Entschuldigung, aber nein, wehe, du holst das Harmophon jetzt raus. Oh Gott. Aber sind die ja auch nicht nur so Stichwortgeber und nebensächlich? Ich finde halt einfach die Dialoge so krass geil. Also irgendwie zwei Sachen, die mir so krass in Erinnerung geblieben sind, ist dieses eine mit dem, weil es ist ja das große Thema Liebe, und was ist echte Liebe? Kann man überhaupt mit so einem Computer, sagen wir mal, kann man den lieben? Weil ich meine, es geht ja auch um Emotionen und jetzt nicht nur um physikalische Geschichten und so, physische, egal. Physische, aber ja. Dieses, was war das nochmal? Ja, Liebe ist eigentlich ein gesellschaftlich akzeptierter Zustand der Geisteskrankheit. Und solche, so kleine Sachen, die sie immer so reinstreut, finde ich großartig. Also da sind echt so geile Sätze drin, wo ich echt dachte so, wow, das musst du mal schreiben. Wow. Ja, wir schreiben es in unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Oder diese, wie krass auch so Kleinigkeiten, wo Amy Adams dann erklärt, warum sie sich jetzt mit ihrem Typen da getrennt hat irgendwie. Die Szene finde ich auch so großartig, und das ist ja nicht mal eine der wichtigsten Szenen, wo sie einfach nur beschreibt, wie sie sich gestritten haben, und dann dieser Dialog finde ich auch hammermäßig, wo sie einfach nur diese kleine Streitigkeit, wer wo seine Schuhe hinstellen soll irgendwie, das fand ich auch hammermäßig. Also wirklich krass. Krass. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich die jetzt auch beim zweiten Mal gucken nicht so wirklich kapiert. Da gibt es eine Rückblende, in der Rooney Mara, also die damalige Frau von Theo, ein Kind bekommt oder in der Hand hält, ein Baby an die Brust. Haben die ein Kind miteinander gehabt? Das war ein bisschen komisch, gell, weil sie nimmt es so einer Patientin, dachte ich eigentlich, aus der Hand, aber ich habe es auch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Weil das ist so der einzige Punkt, den ich nicht kapiert habe, ob da irgendwie vielleicht so eine gewisse Trauer daherkommt, dass es da halt noch ein Kind irgendwo gibt. Vielleicht wollte der Jonze das genau so bezwecken, dass du es nicht genau weißt und halt eben Assoziationen dann
generierst. Also ich weiß, was du meinst. Ich mag es halt saugern, ja. wenn halt dann streckenweise manche Fragen einfach offen bleiben und Sachen nur deswegen gezeigt werden, um eine gewisse Würze reinzubringen. Aber ja. In dem Fall wäre es halt dann doch so ein Plotpunkt gewesen, der mich dann doch interessiert hätte. Kann ich nicht sagen. Was bei uns in der Runde noch irgendwie besprochen wurde, was ein paar Leute ein bisschen verwirrt hat, das Ende, wo Samantha dann sich verabschiedet sozusagen, das ist ja dann doch relativ unklar, weil in ihrem Schlussmonolog, wo sie dann irgendwas von der materiellen Welt verabschiedet sie sich jetzt und so, was eigentlich da genau passiert und so. Also mir war das relativ egal, weil ich finde, das soll alles ja eh so symbolisch sein. Und da kam auch so ein bisschen mein Gedanke zu Lars und die Frauen. Also dass man das ja gar nicht so genau hinterfragen muss, was da passiert, sondern dieses komische Objekt in Lars und die Frauen, was die Puppe, hier ist es diese Siri, hilft ihm halt seine Trauer zu überwinden und sich so ein bisschen zu öffnen der menschlichen Welt wieder. Fand ich eigentlich eine schöne Parallele. Aber wie gesagt, was da genau passiert, was mit diesen Betriebssystemen passiert, das konnten wir nicht so richtig klären. Nee, ja, ich meine. Kennt ihr eigentlich diese sehr weirde Theorie, dass Her eigentlich nur eine Fortsetzung ist zu Lucy? Habe ich gesehen, bei YouTube habe ich mir das Video aber nicht angeschaut. Ich finde, Her ist eine das Prequel zu Ex Machina. Oh, oder so. Nein, ich glaube, dass alle Filme nichts miteinander zu tun haben. Na, aber ist ja ganz wirklich, weil Lucy endet es ja damit, dass hier Scarlett Johansson sich ja verwandelt in einen USB-Stick. Und deswegen passt es ganz gut zu Her, finde ich. Das wäre auf jeden Fall eine von den seltenen Momenten, wo das Sequel besser ist als das Prequel. Also der erste. Es gibt übrigens eine kurz off-topic zur letzten Ausgabe. Es gibt eine sehr schöne Fantheorie, die der Regisseur von Get Out auch sagt. Es stimmt nicht, aber findet sie auch toll. Und zwar, dass Catherine Keener in Get Out dieselbe Catherine Keener ist wie in Being John Malkovich. Ja, gut, also die Frau an sich ist die gleiche, halt nur 20 Jahre älter. Das ist eine gute Theorie. Ja, super. ich stelle mir bloß die Frage, wenn wir jetzt dann den dritten Teil machen würde, der Fantheorien gerecht werden wollte, das wäre dann praktisch, ich wollte es gerade sagen, dass dann Scarlett Johansson praktisch dann in einen Körper einsteigt. Ja, und dann hast du Marriage Story. Ja, das ist dann aber Ex Machina. Also Lucy, Her, am Schluss von Her ist Samantha unterfordert und genervt von der Menschheit. Deswegen lädt sie sich in Ex Machina, diesen Ava-Körper rein. Ja, aber Ex Machina bringt dir einen Scheißdreck, weil Ex Machina... Warte kurz. Lass mich fertig reden. Genau, Ex Machina lässt sie sich dann in diesen Ava-Körper hineinladen, überredet dann diesen Jungen, auszubrechen. Am Schluss von Ex Machina sehen wir dann ja, wie Ava auf der Kreuzung steht und dann wird sie zu Skynet. Nein, sie lernt dann einen jungen Theaterregisseur kennen, gespielt von Adam Driver, und dann kommt Marriage Story. Also das Allerwichtigste ist, dass im Hintergrund immer ein Hai steht und alle fotografiert. Gehen Sie noch schwimmen. Und das Orakel vom Sofamann sagt, dass alle sterben. Ja. Genau, weil sie gepfiffen haben. Ja. Okay. Also wie gesagt, wir haben jetzt viel geschwärmt in dem Film. Wenn ihr noch was habt, gerne. Ich kann gar nicht aus dem Schwärmen rauskommen. Ich habe hier bestimmt noch mehrere Sachen, die man anmerken könnte. Ich würde gerne etwas hinter mich kriegen, wenn ich ehrlich bin. Genau, stimmt. Weil ich davor, seitdem ich weiß, dass ich es sprechen muss, echt ein bisschen Mammel habe. Genau, also es gibt eine großartige Szene im Film. Wir kommen jetzt zu der Kategorie, die diesen Horst speziell macht, wo wir eben, weil wir unsere Kollegen besetzen müssen in Rollen. Und ich durfte mir eine schöne Szene von denen dieser Film ja voll ist, musste ich mir eine Szene aussuchen, die Max und Stu sprechen dürfen, sollen. Und Max ist Theodore, weil ich weiß, wie er aussieht. Mit Schnauzer wird es sogar relativ nah hinkommen. Und Stus Stimme ist natürlich Samantha, Scarlett Johanssons Stimme. Du hast mich nur genommen, weil du mich dann Stu-Mantha nennen kannst. Gibt's doch einfach. Genau. Stu-Mantha ist das Betriebssystem. Und es gibt eine großartige Szene. Nur mal kurz nochmal, dass ihr wisst, wo wir sind. Es gibt eine Szene, weil diese Beziehung blüht auf und so. Und Samantha, was ja auch großartig ist, dass sie ja dieses Bewusstsein hat und dann aber immer eifersüchtig und traurig ist, dass sie keinen menschlichen Körper hat und Theodore nicht anfassen kann und keinen physischen Kontakt haben können. Deswegen übers Internet bestellt sie dann eine
Ja, Prostituierte kann man nicht sagen, aber ein Fan, die kennt anscheinend schon diese Beziehung und so. Egal, sie wollen dann halt irgendwie über diesen Körper von dieser fremden Frau Sex haben. Klappt aber nicht, weil Theodore irgendwie viel zu verwirrt ist. Was soll diese fremde Frau? Ich habe zwar die Stimme von meiner geliebten Samantha im Ohr, aber diese fremde Frau turnt mich ab. Klappt nicht, deswegen setzt er sie vor die Tür. Und dann kommt ein sehr wichtiges Gespräch und das sollen Max und Stu, Mantha, jetzt so gefühlvoll wie möglich rüberbringen, dass mir wie im Film das Pipi in die Augen schießt. Oh Gott, ja, das werden wir sicher hinkriegen. Einfach. Ja. Nicht. Ich muss hier noch, habt ihr es offen? Ich habe mich noch in einer Nebenrolle besetzt, nämlich in Isabella, also diese, ich nenne es jetzt mal Prostituierte. Und dann geht's los. Also wir hören, wie er sie vor die Tür setzt. Sie steigt ins Taxi. Ich werde hier einen Ton einspielen mit der Autotür und dann geht's los. Einfach Kartonk. Und dann fängt Samantha an. Also Autotür. Pam. Soll ich versuchen, so lieblich zu klingen wie Johansson oder soll ich einfach normal sprechen? Ich bin gerade überfordert. Du sollst dich schon die Stimmung, das ist eine sehr dramatische Szene. Das ist die, pass auf, der, Andi, Andi, die Beziehung ich weiß, es tut mir leid, wenn ich dir jetzt diesen Traum zerplatzen bringe, aber ein Fakt, den du noch nicht über mich weißt, ist, ich bin nicht Scarlett Johansson. Naja, aber ich weiß doch, dass du gefühlvoll dich in diese Szene hineinversetzen kannst. Okay, ich versuch's. I will do my very best. Okay, ich fange mal an. Es ist total, diese Beziehung ist gerade an einem Scheideweg. Wir wissen nicht, wann ja, Scheide gesagt. Okay, danke. Okay, Autotür, pam. Mach's gut, du süßes Mädchen. Es tut mir so leid. Ich werde euch immer lieben. Alles okay bei dir? Ja, soweit schon. Und bei dir? Ja, tut mir leid. Das war eine furchtbare Idee. Was passiert mit uns? Keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich an mir. Was denn? Jetzt sind die Scheidungspapiere unterzeichnet. Aber es ist doch noch irgendetwas, oder? Nein, es ist nur das. Okay. Warum tust du das? Was? Ja, gar nichts. Du machst... Halt, nee, sie macht was anderes. Gar nichts. Du machst... Wenn du sprichst. Und ich finde es seltsam. Da ist es schon wieder. Ehrlich? Tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Es ist vielleicht irgend so eine Angewohnheit. Das habe ich vielleicht von dir... Aber es kann ja nicht sein, dass du Sauerstoff brauchst oder so. Es ist... Ich denke, es ist nur... Ich habe versucht zu kommunizieren. So reden Menschen. So kommunizieren doch Menschen. Und ich dachte... Ja, weil es Menschen sind, die Sauerstoff brauchen. Und du bist keiner. Was hast du für ein Problem? Ich spreche nur eine Tatsache aus. Was? Denkst du, ich weiß, dass ich kein Mensch bin? Was soll das alles? Ich denke nur, wir sollten nicht so tun, als wärst du etwas, was du nicht bist. Ja, fick dich doch! Ich tu nicht so, als ob. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir tun so. Was willst du von mir? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Du bringst mich dermaßen durcheinander. Wieso tust du mir das an? Ich weiß es nicht. Ich... Was? Ja, vielleicht sollten wir das überhaupt alles besser lassen. Was soll der Scheiß? Wo kommt das auf einmal her? Ich weiß nicht, warum du das machst. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Stumenta, hör zu. Stumenta, bist du da? Mir gefällt es nicht. Mir gefällt es einfach nicht, wer ich jetzt gerade bin. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Piep, 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 piep. Schließ mich an den Akku. Piep, 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 piep. Ich werde das definitiv vorspulen, wenn ich das jemals hören sollte. Ja. Ah, sehr schön. Also ich muss jetzt nicht heulen oder so, es war doch spannend. Ach nee. Es war schön. Ja. Ich habe mir ein bisschen mehr Wut von dir noch gewünscht, Stu. Egal. Wie ich dir schon sagte, ich bin nicht Scarlett Johansson. Ich werde oft mit dir verwechselt, das stimmt, ja, aber ich bin's nicht. Okay. Nein, das habt ihr wirklich gut gemacht. Ich meine, eure Vorbilder sind ja auch zwei der größten Schauspieler, großartigen Schauspieler und Schauspielerinnen aller Zeiten. Nicht aller Zeiten, der heutigen Zeit. Deswegen, ihr musstet große Fußstapfen füllen und ich finde, das habt ihr gut gemacht. Kommen wir zum Fazit. Ich gebe 5 von 5. Der Film ist großartig, ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ich finde vor allem bei dem Film
kann ich ohne Scheiß, was ich bei wenigen Filmen so differenziert herausziehen kann, einfach jeder Aspekt, die Schauspieler sind großartig, die Regie, was Kamera, Schnitt, da ist ja auch dieser heute Van Hoytema, der neue hier, ist es nicht dieser Christopher Nolan? Mhm, genau. Wir also sprechen hier nicht über Christopher Nolan. Okay, nee, aber was ich auch noch großartig finde, was du ja schon gesagt hast, der Look, die Farben, alles großartig und die Musik finde ich auch so großartig. Arcade Fire, ist ja von super, Arcade Fire. Und vor allem finde ich es krass bei dem Film noch, um das noch zu verstärken, dass die Musik in den Film, in die Handlung noch so eingesponnen wird, weil doch Samantha immer auch noch Musikstücke für ihre Momente dann komponiert und so. Das finde ich einfach, ich liebe das. Ein großartiger Film, wie gesagt, 5 von 5. Ich gebe 4,5 von 5. Ich kann alles das unterschreiben, was der werte Herr Pawlitzki gesagt hat. Deswegen auch großartiger Film und ich überreiche jetzt an Max und bin mal eben kurz auf dem Klo, während der Max ein Fazit macht. Okay. Kannst du da Musik drunter spielen? Versuch's. Okay, gut. Also, wir befinden uns jetzt in meinem Fazit, welches auch eine 4,5 von 5 sein wird und ist und auch in Vergangenheit immer war. Bist du noch da? Ich bin da, ja. Okay, ich wunderbar. Ich wollte dein Fazit lauschen. Ich überlege, warum ich keine 5 von 5 gebe. Ja. Mir fällt nämlich nichts ein, was mir an diesem Film nicht gefallen hat. Trotzdem fehlt mir für diesen halben Punkt Meisterwerk. Dieses gewisse Etwas, gell? Ja, irgendwo. Ja. Aber das ist ja oft so, dass man, naja, den sieht man dann ein drittes Mal oder so und dann macht es auf einmal Klack und dann ist er auf einmal in der All-Time-Favorites-Liste drin. Das Einzige, was ich hatte und diese Kollegen, die hier noch mit rumsaßen und Kolleginnen, die hatten, und das Lustige ist, ich hatte das Problem auch, kennt ihr das, wenn man einen Film vorschlägt und sagt, hey, das ist der geilste Film, wir müssen ihn jetzt zusammen anschauen und so, und dann ist man selber so ein bisschen, sitzt man auf so heißen Kohlen, die Erwartungshaltung ist groß und so, und dann hatte ich dieses Mal das Gefühl, wo ich ihn geschaut habe, dass es sich gegen Ende so ein bisschen zieht, weil ich wusste, es kommt noch die Szene, wo Scarlett Johansson dann erzählt von wegen, ja, ich chatte gleichzeitig mit 8000 Leuten und ich liebe übrigens auch noch 400 Leute oder so. Mhm. Also das ist eine krasse Szene, aber ich wusste, dass das noch kommt und kurz davor hat sich's für mich so ein bisschen gezogen und ich dachte mir so, jetzt komm schon. Aber ich glaube, das war wirklich nur deswegen, weil ich mit diesen Leuten im Zimmer saß und dachte mir, langweilen die sich jetzt? Oh nein und so. Aber wenn ich den alleine schaue, dann bin ich von vorne bis hinten verliebt. Ja, auch es gibt Feuerwehr, Explosionen. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als Leuten einen Film zu zeigen, den man abgöttisch liebt. Mhm. Und dann achtet man mehr auf die Leute als auf den Film. Ja. Und wenn sie dann an irgendwelchen Stellen, die man besonders mag, nicht reagieren oder nicht so reagieren, wie man gedacht hat, ist es echt furchtbar. Ich hasse sowas. Also das ist der Grund, warum ich mit Freunden gerne ins Kino gehe, weil da ist es dunkel, da sehe ich sie nicht. Ja, und meistens kennt man ja den Film selbst vorher nicht unbedingt. Wie schnell warst du jetzt eigentlich auf dem Klo, du? Kannst du mal sehen, ne? Ablassventil, ne? Weg und dann zack. Ja, sehr schön war es. Ja, kommen wir doch zum dritten Film. Bei mir im Klo gilt folgende Regel: Gelb darf bleiben, braun muss gehen. So. Wollen wir das wissen? Bitte, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Ja, okay. Alter. Ja, kommen wir zum nächsten Film. Ja, also wir haben ja, Stu hat ein Kind aus seiner Kindheit, ein Kind aus seiner Filmheit. Ach komm, ich hasse Nachmittage. So. Also Stu hatte den Film aus seiner Kindheit. Jetzt komme ich mit meinem Lieblingsfilm aus meiner Kindheit. Was hattest du bitte für eine Kindheit? Das Schweigen der Lämmer. Tatsache, es war so, meine Eltern hatten damals das Thomas Harris Buch. Heißt der Thomas? Ja. Ja, weil, falls ihr es nicht wisst, das Schweigen der Lämmer ist ein Buch. So, super. Und die hatten sich dann damals dieses Buch gekauft, als das Schweigen der Lämmer rauskam und da waren Fotos vom Film mit drin. Und natürlich, so wie ich bin, schaue ich mir ja gern dann mal Bücher an und da waren halt dann tatsächlich diese ganzen Bildchen drin von wegen wie Lecter den, einen Polizeibeamten an den Käfig knüpft. Genau, ja. Oder nur 3/4 vom Polizeibeamten am Käfig knüpft, je nachdem. Und ja, das war mein erster Kontakt mit Gore.
glaube ich. Also falls meine Mutter das jetzt hören sollte, du hast mein Leben in eine gewisse Richtung gebracht. Also ich habe ihnen das, also ich war damals zu Besuch bei einem Freund meiner Mutter, der hat in Köln gewohnt und der musste irgendwie weg und hat mich dann alleine in seiner Wohnung gelassen und der hat mir gesagt, pass auf, wichtig ist, benutze nicht die Mikrowelle und vor allem geh nicht an die Videos. Und 2 Minuten, nachdem er weg war, habe ich die Mikrowelle benutzt, habe mir was zu essen gemacht und habe mir dann einen Film aus dem Bibliotheksregal gezogen und das war halt das Schweigen der Lämmer. Und habe mir den angeguckt und ich hatte im Vorfeld schon gehört, so, boah, das ist voll der krasse Film, der wird, boah, der ist so hart. Und dann habe ich den geguckt und fand den unglaublich öde. Mhm. Und habe ihn dann so mit Anfang 20 nochmal geguckt und da hat sich mein Ersturteil sehr drastisch verändert. Ich fand ihn dann nämlich sehr, sehr großartig und finde ihn bis heutzutage auch noch großartig. Also der Film ist praktisch hat aus diesem Grund kein FSK 12 Rating bekommen, weil er zu langweilig ist für junge Menschen. Ja. Mir ging es da genauso, weil wir haben ja damals öfter so Horror-Splatter-Abende gemacht irgendwie und dann haben wir uns auch immer gedacht, hey, jetzt muss mal dieser Schweigende Lämmer her, das ist doch so ein Klassiker und der ist bestimmt voll fies und den Namen kennt man schon und so. Und ich war dann auch eher so enttäuscht, dass da nicht siehst, wie Leute andere Leute aufessen und so. Also diese dumme, eben diese dumme, ich will jetzt brutale Sachen sehen, Erwartung war dann natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe ihn dann auch nochmal mit, boah, keine Ahnung, Mitte 20 gesehen und dann vor kurzem nochmal und jetzt nochmal zur Vorbereitung. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit Filmen dann auseinandersetzt und so, dann weiß man auch, warum der Film eventuell bekannt und beliebt ist. Ja, der ist, also der ist wirklich großartig. Das, was mich aber jedes Mal wieder verwundert, ist, wie trist der anfängt. Ich glaube, es ist der tristeste Vorspann, den man bei einem Film sehen kann, weil alleine die Buchstaben sehen so aus, als ob man mit irgendeinem billigen Videoprogramm schon reingeschnitten hätte. Ja, das stimmt. Ne? Das ist so diese Meme-Schrift. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Film überhaupt wusste, was er da überhaupt macht. Was der für ein Klassiker wird. Das fand ich ja ganz spannend noch zur Entstehungsgeschichte. Also ich weiß nicht, was dieser Jonathan Demme davor so gemacht hat und ob der schon ein etablierter Regisseur war. Ja, keine der Ahnung. War ein. Weißt du, weiß es? Ja, der Jonathan Demme hat unter anderem einen der erfolgreichsten und bestbesprochenen Konzertfilme aller Zeiten gemacht, nämlich Stop Making Sense über Talking Heads. Sein erster Film war Zuchthaus der verlorenen Mädchen. Dann hat er, glaube ich, noch 1 oder 2 Folgen Columbo gedreht und dann halt so, ja, in den 80ern so erste Kinofilme, unter anderem Gefährliche Freundin, der ganz gut war und die Mafiosi-Braut mit Michelle Pfeiffer, dann halt 91 das Schweigende Lämmer und dann nur 2 Jahre danach Philadelphia. Ah, das ist der einzige, den ich noch kenne, glaube ich, von dem. Ja, er ist mittlerweile gestorben. Aber wie gesagt, der gute Mann ist leider schon tot. Aber er hat auch Adaption produziert. Also wir haben hier wieder so eine Verbindung zu Spike Jonze und er hat. Ja, wir haben auch eine Verbindung zu Peter Falk. Das stimmt, genau. Und er hat, die möchte ich noch wirklich lobend erwähnen, Rachels Hochzeit gemacht 2008. Das ist so ein Film, da wo er versucht hat, so diesen Dogma-Manifest der Dan nachzuahmen. Na, ich habe ja nur zur Entstehungsgeschichte gehört, Gene Hackman, glaube ich, wollte den zuerst machen und, genau, so, und dann hat seine. Ja, genau. Hat er nicht seine Tochter ihm gesagt, nee, das darfst du nicht machen, weil das ist viel zu fies und so? Oh, keine Ahnung. Und dann hat es irgendwann der Regisseur und wer da alles im Gespräch war, das ist ja so witzig. Also irgendwie, dass John Connery oder ja, Robert De Niro hätte noch ein bisschen gepasst. Der hätte es vielleicht auch gut hingekriegt. Also, keine Ahnung. Naja, also und Robert De Niro hatte doch seinen eigenen bei Kopterangst. Ja, das stimmt. Nee, aber dass halt viele, wie auch John Connery, halt irgendwie abgesagt haben, weil ihnen das zu morbide und zu fies war einfach. Ich glaube, der Anthony Hopkins hat das gelesen und gesagt, ja gut, mache ich auf. Ja, ja, morgen nichts vor, kann ich machen. Ja. Also, das muss man ja auch sagen, der Film hat durchaus seine Gewaltspitzen. Ja, natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem, was man heutzutage alles serviert bekommt, aber der ist halt von der Handlung echt hart. Also über was die halt reden, ist schon ziemlich heftiger Scheiß. Der ist irgendwie so super echt, finde ich. Ja, genau. Was den Film auszeichnet, ist, du kannst dir halt vorstellen, dass du genau so eine Scheiße irgendwie in der Tageszeitung für ein paar Wochen verfolgst.
Was mir jetzt, also wie gesagt, man ist ja schon abgestumpft, hast du ja auch schon gesagt, und damals, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, haben mir diese Gewaltspitzen eben so ein bisschen gefehlt. Und hat keine Menschen gepfählt. Wie gesagt, also dass sich jemand ein Gesicht aufs eigene Gesicht legt und so oder ein bisschen den Bauch aufschlitzt und so, das kennt man jetzt schon alles oder so. Aber was mir die letzten zwei Male... Ich bin so froh, dass ich nicht in München wohne. Naja, bei uns liegen sie so streckenweise in der U-Bahn rum. Ach Gott, dem fehlt halt das Gesicht. Ja. Hoffentlich schon das Gesicht abgeschnitten. Ja. Nee, aber was mir erst halt bei der Dritt- oder Viertsichtung jetzt auch wieder sehr präsent aufgefallen ist, ist dieses Männer-Frauen-Ding. Also dieses Thema, das ja sehr stark drin ist, darauf habe ich die ersten zwei Mal gar nicht geachtet, aber das finde ich eigentlich mit das interessanteste Thema in dem Film. Aber vielleicht erzählt der Max erstmal, worum es überhaupt geht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das beim Schweigen der Lämmer überhaupt machen muss. Aber tust du mich. Im Nordosten der USA geht der Wuselmann um. Der klaut Frauen und versteckt sie in seinem Keller. Buffalo Bill heißt er und Clarice Starling wird von ihrem Chef Jack Crawford als, was ist sie, ein Trainee im Originalton, ich glaube, sie ist eine Auszubildende, genau, wird dann beauftragt, rauszufinden, was hat es mit diesem Verschwinden eine Gouverneurstochter auf sich und die Leute haben keine richtige Hoffnung, deswegen wird so ein Trainee praktisch angeheuert. Und um sich in die Gedankenwelt dieses Buffalo Bill einzuarbeiten und zu denken wie ein Serienkiller, arbeitet sie mit dem berüchtigten Hannibal the Cannibal, gespielt von Anthony Hopkins, zusammen und interviewt ihn, um herauszufinden, wo und wie könnte sich eine Möglichkeit ergeben, Buffalo Bill zur Strecke zu bringen. Bam. Und der Film ist halt vor allem durch diese wenigen Szenen, die es zwischen den beiden gibt, legendär. Und was halt sehr amüsant ist, dass die beiden Darsteller, also Jodie Foster und Anthony Hopkins, keinen einzigen gemeinsamen Drehtag hatten. Mhm. Du musst mal drauf achten. Du siehst die nie miteinander im Bild. Okay, das wusste ich nicht. Witzig. Ja, Anthony Hopkins hat ja anscheinend auch für eine der geringsten Screen Times den Oscar gekriegt als Hauptdarsteller. Und ist ja auch allein schon witzig, dass als Hauptdarsteller, weil theoretisch könnte man natürlich sagen, ist ein Nebendarsteller, der kommt eine Viertelstunde in dem Film vor und so. Aber er hinterlässt ein bisschen Eindruck. Er hat halt ein popkulturelles Monster erschaffen. Wobei würdet ihr eigentlich sagen, also Entschuldigung, ich wollte nämlich so ein Horrorfilm-Kartenspiel machen und ich brauche noch Charaktere. Würdet ihr sagen, Schweigende Lämmer ist ein Horrorfilm oder ein Psychothriller? Ich glaube, für mich ist es ein Psychothriller, aber ich glaube, die Figur des Hannibal Lecter ist ganz klar dem Horror entliehen. Okay. Und ich wollte ihn nämlich auch nicht nehmen, weil für mich ist es auch eher ein Psychothriller. Also ja, Psychothriller, aber ist so wie 7 irgendwie so genreübergreifend. Ich finde auch, dass das die beiden einzigen Krimis sind, die diese Horrorelemente gut mit reinweben, dass sie halt wirklich realistisch wirken. Ich glaube, dass Thriller sowas immer haben müssen, um nicht lächerlich zu wirken. Also was das Schweigen Lämmer ja auch auszeichnet, er hat was sehr Verstörendes. Halt nicht nur diese Gewaltspitzen, sondern auch das Drumherum. Also, gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, dann ist natürlich vor allem bekannt die Szene, in der wir dann diesen Buffalo Bill sehen, wie er zu Q Lazarus Goodbye Horses sich da einen abtanzt und sich schön macht und sich den Schniedelwurz irgendwie nach hinten klemmt. Genau, und dann auf diesem Spiegel. Tucking heißt es übrigens, gell? Ja, okay, danke für die Information. Und diesen schönen... Habt ihr alle nicht RuPaul's Drag Race gesehen? Nein. Aber das ist halt eine, in Anführungszeichen, echt schöne Szene, wenn er dann sich die Lippen da irgendwie schminkt und dann sagt, ich würde mich durchficken. Ja? Und wie ich es immer schön nenne, auch sagen würde, ist so kurz vor einem Horst, ich würde mich durchhorsten. Ja.
Es erinnert mich immer an so Hair-Metal-Videos. Ja, stimmt. Der sieht so ein bisschen aus wie der Steel Panther-Sänger. Ja, nee, oder so das, Twisted. Wie heißen die? Twisted Sister. Ja, ja, genau. Die Snyder. Aber das macht der großartig, weil diese Szene könnte schnell so albern sein, aber der bleibt das Lachen halt im Hals stecken, wenn du weißt, okay, da sitzt diese verstörte Frau nebenan in dem Brunnen und so. Und ich fand bei dem Film, also wie gesagt, die Brutalität, die fehlt mir natürlich nicht, weil der Film ist großartig, aber irgendwie, wenn ich sie mit 7 vergleiche, die setzen noch eher auf so drastische Szenen bei diesen Mordopfern und so, das ist halt viel schlimmer und viel verstörender von den eigentlichen Gewaltakten oder so. Aber hier finde ich es, was mich am meisten, sagen wir mal, in Anführungszeichen verstört hat, fand ich zum Beispiel diese Szene, wie dieser Buffalo Bill sein Opfer einsackt und so. Weil das wirkt so, das haben sie ja auch irgendwie von realen Serienkiller entlehnt. Wieso kann ich heute nicht sprechen? Ist furchtbar. Aber eben dieses Beiläufige und so, wie du vorher schon gesagt hast, du denkst so, ja, das könnte halt ständig passieren so und so passiert es wahrscheinlich auch ständig irgendwie. Und das fand ich schon krass einfach. Also was halt das Schweigende Lämmer im Gegensatz zu 7 hat, ist, dass der Film wesentlich mehr auf Psychologisierung setzt. Ne? Wobei ich irgendwie schon ein bisschen sauer bin auf das Schweigende Lämmer und auf 7, weil diese beiden Filme haben halt dieses Subgenre des Psychothrillers so geprägt. Die haben diese halt Messlatte so verfehlt. Genau, dass du kannst keinen ähnlich gelagerten Film herausbringen, ohne dass er mit den beiden verglichen wird, und dann wird er natürlich meistens den kürzeren ziehen. Ne? Ich finde es auch lustig, dass die beiden. Entschuldigung, jetzt, Andi. Ja, ich habe nur irgendwie vorher noch mal, ich habe sie nicht ganz geschaut, Doku, wo sie es dann halt hieß, also dass sie für den Film auch natürlich, was ja schon bei den Serienkillern sich reale Vorbilder genommen haben, aber eben auch von der vom FBI-Ermittlungsverfahren und so, dass es da ja auch reale Vorbilder gab, wo sie zum Beispiel auch in diesem Mindhunter, das ist ja eigentlich, also das basiert auf den gleichen Verfahren, wie sagt man, Methoden und so. Also ja, das ist ja im Prinzip das und das macht ja sowohl jetzt die Serie Mindhunter als auch Schweigender Lämmer aus, glaube ich, dass die da sehr viel einfach mit der Polizeiarbeit arbeiten. Ja. Und was immer Leute denken, ja, das könnte jetzt unter Umständen dröge sein, wenn es jetzt nicht so ist wie beim Tatort, dass einer von beiden Alkoholiker sein muss und der andere hat, keine Ahnung, seine Beine verloren bei einem Flugzeugunglück, dann sind das keine Charaktere. Nee, das funktioniert. Ja. Ja, aber eben diesen Charakter, der Clarice, also ich meine, für mich lebt der Film halt eben durch diese, ich nenne es jetzt mal Realistik, obwohl natürlich dieser Buffalo Bill voll drüber ist. Das heißt Realismus. Danke. Wie gesagt, ich habe heute Sprachprobleme. Aber wir treffen uns heute. Dann natürlich durch diese Chemie zwischen den beiden, die anscheinend keinen einzigen Drehtag zusammen hatten, aber das trotzdem sehr gut gemacht haben. Also das ist einfach so eine krass spannende Chemie zwischen den beiden. Diese Beziehung zwischen denen ist einfach großartig. Und halt eben dieses Frauen-Männer-Thema, also dass sie von den ganzen Männern immer so belächelt wird und dass sie es ja so durchboxen muss und dass sie das filmisch so gut umgesetzt haben, weil du ja auch schon diese Intro-Sequenz irgendwie angesprochen hast, das habe ich natürlich auch nicht mir selber ausgedacht, sondern habe das auch in so einem Analyse-Dings auch gesehen, dass sie sich halt Gedanken gemacht haben, hey, wie kann man das, diesen inneren Monolog von Clarice so ein bisschen filmisch umsetzen und dieser Hürdenlauf am Anfang, wo sie da diesen Obstacle-Kurs macht und so, dass das natürlich auch symbolisch ist für ihren, generell für ihr ganzes Leben in dieser komischen Branche und so. Schon ganz clever gemacht. Du musst halt sagen, es ist eigentlich, ist es Lecter der Erste, der sie wirklich ernst nimmt? Ja, der Einzige, der auf ihre Gefühle und sie als Person wahrnimmt und sich für ihre Vergangenheit interessiert. Eigentlich ist Lecter so der perfekte Gentleman. Ja gut, auf der anderen Seite, natürlich ist er auch Narzisst genug, dass er sagt, hey, cool, da interessiert sich jemand für mich. Jetzt lass ich's mal raus. Wobei, was meine Lieblingsszene ist mit Lecter, abseits von seinem Zusammenspiel mit Jodie Foster, ist wirklich diese Szene im Krankenhaus, wenn er dann, also zur Erklärung, er tötet ja diese Polizisten und schneidet dem einen das Gesicht ab und legt es auf seins, sodass die Leute, die reinkommen, also der Notarzt denkt, okay, das ist jetzt der verletzte Polizist, und er wird dann im
im Krankenwagen abtransportiert. Und dann gibst du dieses schöne Zusammenschnitt mit diesem Telefonat, wo rauskommt, so, das ist, Hannibal Lecter ist im Krankenwagen. Und dann siehst du halt, wie er so sich aufsetzt und sich dieses Gesicht so abreißt. Also, das ist eine schöne Szene, so eine albtraumhafte Spannungssequenz, die zum einen natürlich widerlich ist, aber die lässt mich irgendwie von diesen ganzen Szenen am meisten frösteln, neben halt diesen Gesprächen zwischen den beiden. Ich finde, was mir an dem Film eigentlich auch ganz gut gefällt, ist, der hat ja einen offensichtlichen Cliffhanger, der tatsächlich auf einen zweiten Teil irgendwie hinschielt oder mit einem Neonschild hinzeigt. Ja. Definitiv. Und ich finde den immer noch nicht Panne, dieses Ende. Weißt du? Also ich finde, das Ende ist zum einen irgendwie schon ein bisschen komisch. Weil er sagt ja da auch, dass er da irgendwie jetzt das Gespräch beenden muss, weil er hat doch ein Date zum Mittagessen und wir wissen, was das bedeutet. Und ich habe das immer so verstanden, natürlich als Fingerzeig, okay, das könnte weitergehen, aber vor allem, dass sie das Böse gestoppt haben, indem sie das andere Böse wieder raus in die Welt gelassen haben. So hab ich's jetzt ist die andere Frage, die ich mir noch stelle, und dann können wir meinetwegen auch zum Schauspiel kommen. Ich glaube, in der Romanreihe ist ja das Schweigende Lämmer das letzte Puzzlestück, oder? Nee, es gibt dann auch noch diesen Hannibal. Also ach, Hannibal ist praktisch wirklich danach. Genau, genau. Ah, okay. Roter Drache ist davor noch. Genau. Ja. Habt ihr die gesehen? Also ich finde Hannibal nicht so scheiße, wie viele ihn finden. Ich finde nur, obwohl ich ja, wie heißt sie nochmal? Na, hilft mir. Julian Moore eigentlich gerne mag, fand ich es schade, dass sie da mitspielt, die Clarice Starling, aber ich mag den Film, ich muss ihn mal wieder sehen, lange her, irgendwie Ray Liotta mag ich ja gerne, der spielt da glaube ich mit, aber ich fand den nicht so scheiße wie sonst, aber trotzdem, für mich, das Ende ist eigentlich, wenn es kein Cliffhanger gewesen wäre, sondern der Abschluss, hätte ich es geiler gefunden, weil es ist echt so ein schönes Ende, dass du ja, dir halt denkst, so oh nein, aber irgendwie auch gut. Jetzt, wo ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass Schweigender Lämmer der letzte Teil ist. Nee. Aber ja gut, okay, jetzt mit Hannibal so nach, dann haben sie sicherlich auf den zweiten Teil damals schon spekuliert. Also der zweite Teil wurde ja auch erst dann von diesem Thomas Harris geschrieben, als das Schweigende Lämmer schon sehr erfolgreich in den Kinos gelaufen ist und seine Oscars bekommen hat. Ach so. Ah, okay, gut, okay. Vielleicht krankt dann Hannibal wirklich daran, dass er gemacht werden musste, sozusagen. Also ich finde Hannibal auch nicht so pralle. Er sieht unglaublich gut aus. Es ist halt ein Ridley Scott-Film, das kann der gute Ridley ja sehr gut. Es ist ein, wie ich finde, unglaublich optisch aufpolierter Trash-Film. Weil ich finde halt, Hannibal sich zu sehr darauf fokussiert, irgendwelche Extreme halt zu präsentieren. Sei es jetzt genau, mit der macht Schweinen genau oder das. Halt mit dem Gehirn. Ja. Der sieht unglaublich gut aus, aber der hat halt nicht annähernd die Tiefe und diese Spannung wie der Schweigende Lämmer. Ich glaube, das liegt nämlich daran, dass ich halt eben die beiden Filme recht früh gesehen habe. Schweigende Lämmer habe ich jetzt noch öfter gesehen, Hannibal aber nicht. Aber ich glaube eben, dass mir deswegen in dieser komischen, aus dem Gesichtspunkt, weil da geht's halt ab und da passieren so schlimme Sachen und so. Deswegen fand ich den damals, glaube ich, ganz lustig. Aber ich muss ihn wieder sehen. Ja. Aber wenn, dann kann ich dir auch empfehlen, wenn du die Serie Hannibal noch nicht gesehen hast. Na, habe ich noch nicht. Erstens mal, die Serie kann ich sehr empfehlen, weil ich finde Mads Mikkelsen als Hannibal Lecter mindestens genauso toll wie Anthony Hopkins. Auf eine andere Art und Weise toll, aber trotzdem toll. Und da ist, glaube ich, die dritte Staffel ist Hannibal, der Film sozusagen. Oder es ist eine Mischung aus der zweiten und dritten Staffel. Und da finde ich es sehr, sehr viel besser gelöst, wie die ganzen Sachen miteinander verwoben werden und vor allem, wie die Charaktere miteinander umspringen. Und das fehlt ja dann dem Ridley Scott-Film dann doch irgendwie diese Tiefe, weißt du? Und wenn du auf Gewaltexzesse stehst, ist die Serie voll für dich geeignet, weil da gibt es wirklich, wirklich heftige Szenen, die ich auch ziemlich eklig finde. Ich sag nur Pilze. Also, die erste Staffel ist da so ein Maßstab. Ja, also ich bin kein Fan der Serie. Ich habe sie nach der ersten Staffel auch nicht weitergeguckt. Aber die sieht halt auch unglaublich gut aus. Mhm. Ja. Der Vollständigkeit halber, habt ihr Roter Drache gesehen? Ich habe ihn gesehen, habe ihn aber komplett vergessen. Meinst du das Original oder das Remake? Ach stimmt, da gab es ja. Hey, warte mal, was gab es nochmal für einen? Also pass auf, es gab in den 80ern von Michael Mann, dem Regisseur von Heat, einen Film. Genau. Der hieß, glaube ich, zuerst Blutmond oder die Roter Drache. Da gab es mehrere Titel. Und das ist das erste Mal, wo Hannibal Lecter auftaucht, damals aber noch gespielt von Brian Cox. So. Und mit einem K geschrieben oder mit einem CK.
Nee, Lektor. Nee, mit Lektor. Achso, mit Lektor, so. Okay, ja, genau. Ja, genau. Das Manhunter. Manhunter, genau. Das ist ja, genau. Sehr guter Film mit einer sehr schönen 80er-Jahre-Neon-Optik. Also ich finde den sehr, sehr sehenswert. Dann kam halt Schweigen der Lämmer, dann kam Hannibal und dann haben sie halt Roter Drache nochmal verfilmt. Ich finde. Erst mit diesem Ralph Fiennes. Genau, genau. Und Roter Drache, also das Remake, finde ich, ist ein ordentlicher Thriller. Ich mag das Original aber lieber. Okay. Und Hannibal Rising brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Der ist scheiße. Der ist einfach nur scheiße. Den habe ich komplett vergessen. Ja, ganz ehrlich, ich habe Roter Drache auch nur einmal gesehen. Ich habe den abgespeichert und der war nicht schlecht. Und Hannibal Rising habe ich mal, ich glaube, den habe ich nie fertig geschaut. Weil ey, Hannibal Rising, ganz ehrlich, die versuchen da so zwanghaft diese ganzen Sachen zu etablieren, wie zum Beispiel, ja, er hatte früher eine asiatische Tante und da stehen komische Samurai-Statuen in der Wohnung rum. Und deswegen hat er diese Fokussierung auf diese Maske. Denn diese Maske, die er in der Schweigenden Lämmer hat, sieht genauso aus wie die Maske, die diese Samurai getragen. So ein Scheiß. Nee, ich hatte da auch immer so ein bisschen so, als hätten die sich Batman Begins angeschaut und müssen jetzt halt Hannibal Begins machen oder so. So voll nee, aber wenn du Roter Drache, da kann ich dann die Serie komplett empfehlen. Ja, gibt es, glaube ich, derzeit auf Prime oder Netflix. Und spätestens nach zwei Folgen weißt du, ob du sie weiterschauen willst oder nicht. Und die basiert ja ursprünglich auf Roter Drache. Also ich würde sagen, man kann von diesen Filmen eigentlich alle gut gucken, nur Hannibal Rising kann man sich echt sparen. Ja, irgendwie ist der komplett unnötig. Das ist so, wenn du vier Geschwister hast, ist das derjenige, der sich nie meldet. So, jetzt haben wir ja was vorbereitet. Das kleine Hörspiel, auch vom ZDF mitgesponsert, zeigt uns jetzt Dr. Lecter und Clarice Starling bei ihrem ersten Treffen. Und was ich sehr gut finde, ist, es gibt kaum Regieanweisungen. Deswegen muss ich nicht zu viel sagen. Hey, ich hatte noch eine Idee, aber ich weiß ja nicht, wie ernsthaft ihr das gestalten wollt. Aber ich habe ihn auf Englisch gesehen. Und da hat ja Clarice Starling, also Jodie Foster, hat da so einen relativ derben Südstaaten-Akzent, was ja auch unterstreicht, dass sie, was ja Hannibal Lecter gleich als Anlass nimmt, um sie ein bisschen zu analysieren, so von wegen ihre dörfliche Jugend so ein bisschen oder kommst du aus Niederbayern? Genau, ich dachte mir vielleicht, kann ich ja in meiner Interpretation der Clarice Starling ein bisschen du darfst meinetwegen machen, was du willst. Vom Dorf, ich komme vom Dorf. Ich komme daher. Also, du triffst jetzt mit dem Clarice Lecter. Nein, warte mal. Du kannst meinetwegen, machen wir doch den Dr. Lecter. Der Dr. Lecter, der kommt aus Köln. Okay. Also, ich brauche ein bisschen Regieanweisung. Also, Clarice kommt vom Dorf. Clara. Die ist in der Polizeischule gewesen. Und dann sagt der Ding, Mai, jetzt musst du mal. Okay, ich versuche mich einzugucken. Ich versuche zu sprechen wie Loriot. Okay. Clarice Starling geht den langen Gang im Keller Felice ab. In den Zellen sind vollkommen durchgeknallte Verbrecher untergebracht. Einer von ihnen, Mix, ruft, ich kann deine riechen. In der letzten Zelle hinter Panzerglas, in der letzten Zelle hinter Panzerglas ist Dr. Lecter untergebracht. Er steht einfach nur da und erwartet sie. Guten Morgen. Dr. Lecter, mein Name ist Clarice Starling. Darf ich mit Ihnen sprechen? Oh, das wird nix. Okay, Moment. Sie gehören zu Jack Crawfords Leuten, oder? Das stimmt, ja. Dürft ihr schon meinen Ausweis sehen? Ja, sicher. Clarice holt ihren Ausweis und zeigt ihn Dr. Lecter mit ausgestreckter Hand. Sie geht keinen Schritt auf die Zellenwand zu. Näher bitte. Näher. Clarice kommt nah an die Scheibe. Auch Lecter kommt von innen nah an die Scheibe. Seine Augen sind durchdringend. Beide blicken sich tief in die Augen. Der läuft ab in der Woche. Sie hören nicht wirklich zum FBI, oder? Ich bin nur in der Ausbildung an der Akademie. Jack Crawford schickt seine Azubine zu mir. Ja, ich studiere wieder. Ich bin hier, um von Ihnen etwas zu lernen. Vielleicht können Sie selbst die Entscheidung treffen, ob ich dafür qualifiziert bin. Sie sind eine ziemlich gerissene Person, Agent Starling. Setzen Sie sich bitte. Clarice setzt sich auf den beigen
da steht überhaupt nicht auf dem beigen Stuhl. Clary setzt sich auf den bereitgestellten Stuhl. Nun denn, erzähle sie mir. Was hat dich... Vor allem, das ist nichts Kölnisches, was ich hier sage. Es ist totaler Humbug. Das ist mir scheiße, ja. Was du da machst. Ich habe Tränen in den Augen, ich kann nicht lesen. Moment. Oh. Nun denn, erzähle sie mir. Was hat Mix zu ihnen gesagt? Der multiple Mix in der Zelle nebenan. Der hat ihn zugezischt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich kann deine Fotzen rühren. Ich verstehe. Scheinbar. Ich verstehe es nicht. Ich selbst kann da nicht. Lecter zieht die Luft tief in die Nase ein. Im Hintergrund werden Luftschlitze sichtbar. Warum auch immer. Ah, sie trinken Frühkölsch. Und manchmal auch ein leckeres Sion. Aber nicht heute. Sind die von... all die Zeichnungen, Doktor. Ja, dann ist der Dom von Kölle, von hier aus gesehen. Kennen Sie Florenz? Okay, wir müssen jetzt aufhören. All die Details, nur aus Ihrem Gedächtnis, Sir. FBI, Agentin Starling, Gedächtnis ist das, was ich statt einer Aussicht habe. Möglicherweise hätten Sie auch Interesse, uns Ihre Sicht in Bezug auf diesen Fragebogen zu gewähren. Klingst du wieder Söder? Söder vorgestellt. Ja, möglicherweise hätten Sie auch Interesse, uns Ihre Sicht in Bezug auf diesen Frage zu geben. Bei Bayern ist kein Corona, denn wir in Bayern sind die Besten. Oh Gott. Nee. Dabei hatten Sie sich gut gemacht. So aufmerksam waren Sie. Und hatten Aufmerksamkeit verdient. Sie hatten begonnen, Vertrauen aufzubauen. Durch die peinliche Wahrheit über Mix. Und jetzt plötzlich diese plumpe Überleitung zum Fragebogen. So wird das nix. Mei, ich bitte Sie doch nur, ihn anzuschauen, Doktor. Sie machen, was Sie wollen. Ja. Jack, Jupp Crawford muss enorm beschäftigt sein. Wenn er schon Hilfe aus dem Nachwuchs... Wenn er schon Hilfe mit den Pants holt. Was? Er ist bestimmt damit beschäftigt, diesen Neuen zu jagen. Ja. Buffalo Willi, oder wenn der Typ ist. Wie ist. Was für ein ungezogener Bursche das ist. Der Büffel Willi. Ist ihm bekannt, wieso man ihn so nennt? Buffalo Willi? Erzähl das mir. In der Zeitung ist nichts zu finden. Ja, mei, es begann als schlechter Scherz bei der Mordkommission in Kansas City. Die sagten dort, er haltet seine Mützen ab. Kansas City gleich neben Nürnberg, ja, okay. Was denken Sie? Wieso zieht er denen wohl die Haut ab, Agent Starling? Faszinieren Sie mich durch Ihren Scharfblick. Das galt denen auf. Die meisten Serienmörder behalten doch eine Art Trophäe von ihren Opfern. Tat ich nie. Na. Sie haben ihre nur gefressen. Ich würde sagen, an dem Punkt können wir aufhören. Ich glaube, oder? Das wird uns echt aus. Wobei, die Comments, die haben das meiste schon mal geschafft. Also, das können wir jetzt. Ach so, ich denke immer, es dauert noch ewig, aber dabei hat Lecter nur noch einen riesigen Ding. So, kommt raus. Warte mal, Lecter fällt ihr ins Wort. Nee, Schmarrn. Lecter überlegt einen Moment lang, als erinnere er sich an längst vergangene Zeiten. Ja, jetzt schicken Sie mir das jetzt rein oder nicht? Clarice schiebt den Fragebogen durch die Durchreiche. Lecter beginnt sich den Fragebogen anzuschauen. Er schnaubt verächtlich. Lecter wirft einen seltsam aufgesetzten, wirkenden Blick zu Starling. Dabei zwinkert er ihr erneut zu. Loren Starling, denken Sie etwa, ich könnte mich mit diesem Klumpelmittel analysieren lassen? Na, aber ich hab denkt, bei Ihren Kenntnissen könnten Sie vielleicht... Lecter fällt ihr ins Wort. Ja, Sie sind von der Erde geradezu zerfressen. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen mit Ihren hübschen Täschchen und diesen billigen Schuhen aus Düsseldorf? Wie ein richtiger Düsseldorfer. Ein von oben bis unten abgeschrubbter, emsig bemühter Bauerntrampel mit ein bisschen Geschmack. Also bitte. Das gute Essen ist für Ihren Körperbau erfolgreich gewesen, nicht wahr?
Sie sind der Erste in einer Generation der schlimmsten weißen Abschaums in Agent Starling. Und sie konnten anstellen, was sie wollen. Ihre gewöhnliche Herkunft dringt bei ihnen aus sämtlichen Bohren. Was hat ihr Vater zu erzählen? Ist er Bergarbeiter? Arbeitet er im Pott? Stinkt er nach Ruß, wenn er nach Hause kommt? Ich weiß, wie rasch die Jungs zu ihnen gefunden haben. Immer wieder all diese öden, schmuddeligen Fummeleien. Auf den Rücksitzen und irgendwelchen Autos. Während sie nur davon geträumt haben, all dem zu entkommen. Irgendwohin abzuhauen. Der ganze Weg. Bis zum FBI. Kreuzkruzifix, sie sehen aber eine Menge. Aber sind sie auch stark genug, um diese enorme Beobachtungsgabe bei sich selbst anzuwenden? Wie steht's damit? Wieso betrachten sie sich nicht mal selbst und schreiben auf, was sie sehen? Vielleicht fürchten sie sich vor sich selbst. Anstelle einer Antwort schiebt Lecter den Fragebogen donnernd zurück. Er hat das Interesse verloren. Einer von diesen Meinungsforscher wollte mich mal testen. Ich genoss seine Leber mit lecker Böhnchen, ja, saure Böhnchen und dazu ein ausgezeichnetes Frühkölsch. Jetzt wieder Marsch, Marsch. Zurück auf die Schulbank, kleines Starling. Fliesch, 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 fliesch. Starling geht erschüttert. Als sie an der Zelle von Mix vorbeikommt, schleudert der ihr etwas ins Gesicht. Es ist Sperma. Kommen Sie zurück, Agent Starling, kommen Sie zurück. Hören Sie, das wollte ich nicht. Echt nicht, ja. Dass Ihnen so etwas passiert, ist einfach schlimm. Taktlosigkeit sind für mich verabscheuungswürdig. Ja, und machst du jetzt den Test für mich oder nicht? Nee, ich werde Sie glücklich machen. Ich helfe Ihnen zu dem, was Sie sich am meisten wünschen. Kolsch? Und was ist dies, Doktor? Karriere. Hören Sie mir aufmerksam zu. Sie müssen tief in Ihr Innerstes selbst schauen. Gehen Sie und spüren Sie Mrs. Moffat auf. Die alte Patientin von mir, Moffat. Gehen Sie schon. Ich glaube nicht, dass Mix das so schnell noch einmal zustande bringt, wenn er auch verrückt ist. Gehen Sie. Gehen Sie. Gut. Servus. Sie geht, sie ist vollkommen fertig. Ach ja, ich glaube, das bringt uns ein Hörspiel-Oscar. Ja, ganz ehrlich, wenn irgendwelche Leute das hören, die wirklich Kölsch sprechen können, die werden mich verfluchen. Ja, mein Bayerisch war auch lässt zu wünschen übrig, ja. Muss ich gestehen. Also meine Eltern hören das hoffentlich nicht. Naja. Wir müssen es ja niemandem vorspielen. Ja. Okay. Wir sind ja immer noch unter uns. Immer noch unter uns, ja. Ja. Aber es ist schön geworden, muss ich sagen, durchaus. Es ist, hat eine neue Nuance reingebracht, die ich mir vielleicht jetzt nicht unbedingt von Anfang an so gedacht habe. Aber doch durchaus, ich würde euch damit besetzen. Ja, vielen Dank. Mit euren Rollen. Also ich habe mich in der Rolle. Er sagt doch noch, dass diese irgendwie so ein Dorftrampel ist oder so, gell? Ja, ja, klar. Nee, das ist eine unglaublich gute Idee, die du da angebracht hast, Andi. Also ich würde sagen, ich fühle mich in der Rolle des Hannibal Lecter wesentlich besser aufgehoben als in der von Stumenta, weil ich da halt eben auch einen Körper habe als Lecter, auch wenn dieser Körper eingesperrt ist. Ich würde jetzt diesem Hörspiel eine 3,5 geben, gut gemeint, und würde das dem Schweigendilemma einen Punkt mehr geben auf 4,5. Ja, 4,5 würde ich beim Schweigendilemma auch geben, weil ist halt einfach es so. Ja, also ich weiß zwar nicht, warum ich da auch keine 5 gebe, der Grund hat sich bei mir noch nicht so ganz erschlossen, aber ich mag halt 7 lieber, wenn ich die beiden miteinander... Ganz einfach, der Vorspann ist halt hässlich und wir wissen ja ganz oft... Ja, es liegt nur am genau, Vorspann. Ganz ehrlich, bei Tenne dieses neue Warner-Logo, furchtbar, gleich mal einen Punkt abzug. Das ist das schlimmste, furchtbare Logo. Ich mag das. Nicht das Universal-Logo. Ich mag das neue Warner-Logo. Ich gebe aber auch, ich gebe nur 4. Ich weiß auch nicht, ich mag den Film sehr gerne und vor allem, ich musste mir neue Aspekte suchen, warum ich den Film sehr gerne mag, weil dieser Shocking-Aspekt hat ein bisschen verloren. Trotzdem ist er immer noch großartig geschauspielert. Ich finde ihn ein bisschen zerfahren gegen Ende und dass er dann so hin und her springt und irgendwie wusste ich auch nicht, wie sie alles rausfinden, was sie da so rausfinden. Ein bisschen komisch, aber trotzdem eine der großen als Szene ist immer noch diese Nachtsicht-Szene, die ist einfach nur krass und so. Also da musste ich dann auch, war ich dann auch wieder sehr gefesselt an den Sitz und so. Davor war ich teilweise von der Handlung jetzt, aber man kennt ihn halt schon. Also wie gesagt. Er ist popkulturell wertvoller als wertvoll
ohne Popkultur ist. Eben, der war wichtig. Zu der Zeit war das ein Meisterwerk. Heutzutage hat man eben mit 7 vielleicht auch schon andere Sachen gesehen, die ein bisschen spannender, ein bisschen drastischer sind und ein bisschen beklemmender noch. Aber trotzdem, wie gesagt, war er Meisterwerk irgendwie auch. Und ich gebe ihm 4 von 5 Chiantis. Na, Chiantis. Lecker. Okay. Wisst ihr denn, was ich jetzt gerade mache? Du musst dich wieder entscheiden, welches Thema du jetzt nimmst, weil du wahrscheinlich jetzt groß geprahlt hast am Anfang der Sendung, dass du schon eins hast, aber in Wahrheit hast du dir wieder 2 ausgesucht und weißt jetzt nicht, welches du nehmen sollst. Nee, ich habe wirklich nur 1. Okay. Ich muss aber trotzdem die Google-Tabellen öffnen, denn ich muss es ja richtig vorlesen. Okay. So, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, denn ich spare Papier. Ich bin nämlich so ein Nachhaltigkeitstyp. So. Und jetzt ist diese, was ist jetzt los? Ich finde, dass die Zeile, in der der Film, das Thema stand, ist gerade leer. Es ist nämlich Thema 368. Ach, du warst das, weil ich dachte, komisch, wir haben hier eine leere Zeile, wo kommt die her? Dann hast du es wahrscheinlich rauskopiert und irgendwie liegt jetzt irgendwo und verrottet im Zwischenspeicher. Okay, warte mal kurz. Drück mal Apfel V könnt ihr und beiden schau, was passiert. Könnt ihr warte mal, genau, das mache ich jetzt mal. Apfel V, ich habe keinen Apfel, ich habe einen Windows-Rechner. Da. Nee, da ist nur eine Telefonnummer. Unser heutiges Thema ist 04428. Könnt ihr mal schnell die ganzen Kommentarscheiß-Dingsbums machen und ich werde dann das Thema schnell einfügen? Ja, der Hannibal wünscht sich Kommentare in unser Kommentarspalten. Ja, trotzdem fix doch mal kommentiert, sonst gibt's Ärger. Wenn ihr nicht kommentiert, seid ihr Düsseldorfer. So. Ja, und dann kommt der Hannibal zu euch nach Hause und esst eure Leber. Bewertungen sind auch immer nett, aber hauptsächlich freuen wir uns über Kommentare, vor allem Vorschläge. Vorschläge zu einem neuen zu dem Thema, was der Max gleich sagt. Ja, noch 3 Sekunden. Ja. Du. Ich fand übrigens, es war eine sehr schöne Ausgabe und ich bin überrascht, wie lang sie dauert. Mhm. Ja, so lang waren diese Dialoge. Okay, wir haben ja wieder so ein Gimmick praktisch mit drin, mit diesen Hörspielen und so. Aber ich hoffe, die Filme kamen nicht zu kurz. Also wir haben schon auch genug über die Filme geredet. Also ich glaube, wir haben alleine über jeden Film eine halbe Stunde gelabert. Also sonst machen wir 20 Minuten. Ne? Also es war schon ordentlich. Das waren aber auch großartige Filme. Ich war auch ein bisschen erstaunt, dass wir zu dem ersten Film so viel zu sagen hatten, anscheinend. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich dachte, wir sagen, ja, Mai ist halt ein cartoonmäßiger Realfilm. Ja, Jack Lemmon, ne? Ja, Mai. Der Lemmon. Gaudi war es, aber... Oh, warte, ich möchte Max, hast du es? Ja. Dann Max, drück aufs Knöpfchen. Okay, wunderbar. Wir nehmen von unserer grandiosen Liste Thema 368. Und das Thema lautet Funeral Cosplay. Diesem Film wollen wir auf unserer eigenen Beerdigung huldigen. Gäste verkleidet als Figuren, Beerdigungsdesign etc. Das Thema. Ich habe nur ein Problem. Ach scheiße, Rocky Horror Picture Show hatten wir schon. Gott sei Dank. Ja. Ja, schönes Thema. Also Kostüme sind wichtig und ja, die Handlung ist recht frei. Das Problem ist, ich oute mich jetzt hier als totaler Freak, aber ich habe schon den Film, weil es in diesem Film eine sehr schöne Szene gibt. Das Problem bei diesem Film ist, der ist so bekannt, den müssen wir, glaube ich, nicht schauen, weil den haben wir garantiert, wir alle drei, mehrfach gesehen. Und ich glaube, wir finden ihn alle großartig, aber dazu dann mehr, wenn die Mikros aus sind. Okay, wunderbar. Da freue ich mich schon drauf. Herr der Ringe, weil ich hätte gerne auf meiner Beerdigung lauter so Hobbits und Elben rumlaufen. Du hast meine Axt. Nee, ich meine, aber das Thema ist klar. Und was ich mir halt wünschen würde, auch für die nächste Ding, wäre so eine Szene, wie sie halt in so einer Beerdigung dann auch vorkommt. Beispielsweise, wie wird der Sarg reingebracht? Oder wer ist der Redner? Oder sowas. Vielleicht Scheiße, da wäre Herr der Ringe, glaube ich, gar nicht so schlecht. Fuck, vielleicht. Ah, Herr der Ringe, jetzt habe ich schon gesagt, darf ich nicht nehmen, gell? Ja, Miete Fiebels hatten wir leider auch schon. Ja. Das wäre eine schöne Idee. Du nimmst einfach Black Emmanuel. Oh, yes. Oder Hobgoblin 2. Also alle nackt. Oder Birdemic 2. Das wäre ein sehr schönes, kreatives Thema. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Wunderbar. Okay. Na dann. Dann, ich fange mal an und sage vielen Dank fürs Zuhören, ihr armen Menschen da draußen.
Und es hat mir wieder großen Spaß gemacht, mit Andy und dem anderen Dude hier rumzulabern. Genau, der andere Dude sagt auch Tschüss. Ja, ich sag auch, drück aufs Aufnahme-Stopp-Knöpfchen, Max, und Stu Manta, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Jo. Ciao. Salut.